Hey Leute, was geht? Mein Name ist Donny und herzlich willkommen zu einem neuen Brawl mit mir Video. Und heute, auf Zuschauerwunsch, mache ich ein ganz besonderes Video. Und zwar öffne ich alle meine Boxen. Das heißt, ich mache ein Mega-Box-Opening, denn ich habe Mega-Boxen, normale Boxen, alle Arten von Boxen habe ich da. Und die möchte ich öffnen. Aber nicht nur ich möchte die öffnen, sondern ich habe mir gedacht, ich lade auch ein paar Gäste zu ein, damit das noch unterhaltsamer wird, als es so schon ist. Aber zuerst setze ich mal meine Sonnenbrille auf, denn es ist so heiß. Und die Sonne scheint mir so ins Gesicht, damit ich aber natürlich auch die Leute in ihrer vollen Pracht erkenne. Von daher habe ich mir gedacht, okay, ich lade heute wirklich besondere Menschen ein, die für mich die Boxen öffnen. Ja, mal schauen, von wem ich die besten Überraschungen in den Boxen erhalte. Ob ich neuen Brawler ziehe oder Gadget ziehe oder Powerpunkte, auch Münzen, ich weiß es nicht. Da bin ich echt gespannt und wer mir wirklich am meisten Glück bringt. Ich lasse jedem ungefähr 10 Boxen öffnen, mal schauen, vielleicht öffne ich selber zum Schluss noch ein paar Boxen, aber kommt drauf natürlich, wer wie viel Glück mir bringt, ne? So Leute, dann vorab freue ich mich natürlich über ein Like, ein Abo und eine Glocke. Yes, yes, so sieht's aus, so sieht's aus. Und dann fangen wir mal direkt an. Und wir gehen los, denn ich nehme euch jetzt mit. Okay, so Leute, wie ihr sehen könnt, befinde ich mich gerade in der Küche. Hi. Und da ist auch schon mein erster Gast, der meine Boxen öffnen kann. Hi, ich Hallo. Hoffe, ich krieg das hin und ich hoffe, ich bringe dir genauso viel Glück, wie ich Claudio letzte Woche Glück gebracht habe. Ja, bestimmt. Okay, dann kannst du eigentlich wollen wir das einfach mal versuchen, ne? Brawl Pass, genau. Dann ja. Vorherige Saison, die nehmen wir, ne? Genau. Und dann die kannst großen du... Bonusboxen. Genau. Oder ist die Box? Genau, dann da kannst du einfach mal draufklicken. Kann ich die nicht vorher füttern oder irgendwie? Nee, ich habe also 65 Münzen. Oh nice, dann kannst du nochmal draufklicken. Und du hast drei Gegenstände, genau. Du kannst immer auf ein Bildschirm klicken. Und dann okay, geht's Powerpunkte habe ich 11 für Shelly. Okay. Und für Cold. Sehr gut. Habe ich 14. Okay, und dann noch. Noch ein. Für Trick, Tick. Für Tick, okay. Ja, 30. Cool. Kann man auch Gegenstände bekommen? Ja, du kannst neue Brawler freischalten. Das genau, wäre natürlich sehr gut. Das wäre richtig cool. Okay, ich bin jetzt bei der zweiten Box. Ja. Da habe ich 14, der hat noch gar keine Powerpunkte. Also, Karl, ja. Karl, die Saison sieht ja fast so aus wie ich, oder? Aha, das hat schon deutliche Ähnlichkeit. Ja, auf jeden genau. Fall. Nächste Box. Nächste Box. Ist Nummer 4 schon, ne? Ja, genau. Nummer 4. Er sieht auch ein bisschen aus wie du. Was? Nein. Wer ist denn der seltenste? Der seltenste, den ich habe, das ist Spike. Der ist ein legendärer Brawler. Okay. Genau, aber mein neuester ist Buzz und ich hoffe, für Buzz bekomme ich auch ein paar. Und für Spike bekommen wir 16. Mhm. Nice, das freut mich. Und für Spike gibt es 11. Oh, nice. Ja. Also Spike, der bringt hier... Spike also wird hier richtig gepusht heute. Ja, das ist richtig gut. Gut. 84 Münzen. Ich glaube, das ist das höchste bisher. Ja, das stimmt. Ein ja. richtiger Haufen Geld. Für Bass. Bass! Yes! Hast du Bass noch nicht? Doch, ich habe noch keine Powerpunkte. Noch Pointen, okay. Es gibt 12 Powerpunkte für Bass. Sehr cool. Mike ist das Krokodil, ne? Der Dino, ja. Der Dino. Dino, ja. Krokodil, Echse. Mal gucken. Oh, 28. Ist nicht so viel. Ach, Spike hast du gemeint. Das sag ich selber. Nee, ist Kaktus. Spike ist ein Kaktus. Ah, okay. Aber er ist grün. Ja. 20 für Squeak. Hier passiert was! Mr. P! Ein neuer Brawler! Ey, Leute! Ich hab mir einen neuen Brawler besorgt!
Boah, richtig gut. Mr. P ist ein frustrierter Gepäckträger, der seinen Gegner mürrisch mit Koffern bewirft. Sein Superskill ruft Robohelfer herbei. Nice, Leute. Yes, danke schön, danke schön. Ich habe einen neuen Brawler. Fantastisch. Richtig gut. Wie viele Brawler hast du? Ich habe jetzt... Er ist ein Scharfschütze. Ja, ich habe jetzt, glaube ich, insgesamt so um die 25 oder so. Krass. Ja. Er sah aber auch richtig gefährlich aus auf diesem kleinen Profilbild. Mr. P. Zwei Boxen haben wir noch. Boah, zwei Boxen noch. Boah, hoffentlich kommt ein neuer Brawler. Und Tick bekommt 13. Nein. Okay, letzte Box. 65 Münzen. Mr. P bekommt 16 Punkte. Oh, yes. Richtig gut. Boah, nice. Vielen lieben Dank. Also ich meine... Gerne, gerne. Einen Brawler habe ich rausbekommen. Ja, einen Brawler, vor allem mythischen, diesen extrem schwer zu bekommen. Ja, das wisst ihr ja. Und jetzt hat Eva für mich einfach mal so ganz schnell mal easy peasy Mr. P rausgezogen. Ich guck mir erstmal deine Brawler also, an hier. Genau, und oben, da sieht man, ich habe 25 von 48. Das ist nicht schlecht. Ja, richtig cool. Kann man die sonst noch irgendwie erspielen oder bekommt man die nur aus den Boxen? Nur aus den Boxen. Kann ich einen upgraden? Ja, klar. Ich grade hier mal Poco ab. Gucken. Ja, richtig cool. Also ich glaube, Eva, du musst öfter mal meine Boxen gerne aufmachen. Gerne, gerne. Da ist Spike. Den kann man noch nicht upgraden. Ach, Bass meinte ich eben. Bass ist ein Krokodil, ne? Genau, Bass ist ein Krokodil. Krokodil oder Dino? Dino. Okay, sehr cool. Ja, vielen lieben Dank. Also ich gehe dann auch direkt erstmal weiter und ich hoffe, dass meine Glücksträhne anhält. Und wenn nicht, dann komme ich einfach öfter zu dir. Ich drücke die Daumen. Danke, bis später. Bis dann. So Leute, ich werde jetzt mal zu René gehen und schauen, ob er für mich mal ein paar Boxen öffnen kann. Hallo, René. Hallo. Hey. Ja? Alles klar? Alles klar. Warum hast du eine Kamera in der Hand? Weil ich vorhabe, dass du für mich meine Boxen öffnest. Bei Brawlstars. Oh, ja, das finde ich gut. Nee, weil das Ding ist, wenn man hier ins Büro kommt oder ins Studio kommt mit einer Kamera, dann hat man erstmal immer Angst, dass irgendeine komische Challenge jetzt kommt. Aber wenn ich bei Brawlstars was öffnen kann, kann ich damit sehr gut leben. Okay, nice. Dann gebe ich dir einfach mal das Tablet in die Hand. Okay. Das Tablet. Muss ich aber, ich habe bisher ja nur Fußball gespielt und Brawlball spiele. Dann muss ich einmal kurz schauen. Dann gehe ich hier drauf, richtig? Genau, Brawl Pass. Und dann noch vorherige Saison oben rechts. Okay. Sehr gut. Und dann einfach auf die Boxen klicken. Okay, das kriege ich hin. Ja, genau. Und dann einfach. So, aber wenn ich jetzt was Heftiges da drin ziehe, dann darf ich das behalten, oder? Oder kriegst du das dann? Ja, das kriegst du dann. Ja, bin ich auch offen. Denn ich werde jetzt natürlich was Heftiges ziehen. Also. Genau. Sechsten. Ja. Also, genau, Münzen kannst du ja. Machen wir mal weiter. Genau. Okay. Das sieht auch schon mal ganz gut aus. Nice. Also, du holst auch ordentlich Powerpunkte. Ich will dich auch nicht unter Druck setzen, aber Eva hat für mich einen neuen Brawler freigeschaltet. Dann müssen wir den jetzt auch ziehen. Also, das geht natürlich nicht, dass Eva jetzt mehr zieht als ich, weil da bin ich mindestens genauso viel. Also, nächstes. Powerpunkte, okay. Ja, sehr gut. Dann Powerpunkte. Genau, dann kannst du die nächste Box öffnen. Ja, da muss noch eine Box kommen. Ja. Das heißt dann nochmal hier drauf? Genau. Ja, okay. Du hast, insgesamt haben wir 23. Wie viel davon soll ich ziehen? 10. Du hast 10 gezogen, jetzt hast du noch Okay, dann kommt Nummer 2. Gehen wir hier mal durch. Münzen. Genau. Powerpunkte. Powerpunkte. Wieder Powerpunkte. Oh, da unten leuchtet was! Leute, Leute! Also, let's go! Oh mein Gott! Es ist Penny! Es ist Penny! Oh, wie nice ist das denn? Ja, ich hab's doch gesagt, Eva, ich will mindestens genauso viel ziehen wie du. Oh, ist Penny denn gut? Ich muss sagen, ich weiß natürlich... Also, hallo! Eva, ich hab auch einen Brawler gezogen. Super seltsam! Also, ich bin drei Türen weiter und höre hier Partygeräusche. Ja, hier wurde gerade auch eine Party gemacht, denn wir haben Penny gezogen. Was hast du gezogen, Penny? Okay, super selten. Ja. Das ist schon. Okay. Also sehr gut bei Penny. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Ciao. Ciao. Also das ist schon mal sehr gut, weil jetzt habe ich alles super seltenen Brawler voll. Dankeschön. Gerne. Aber ich krieg Penny doch. Also. Nein. Ja, darüber müssen wir nochmal sprechen. Ja, genau. Nee, genau, weil sie ist super selten, aber ich will dich auch nicht unter Druck setzen. Okay, du hast mir immerhin noch einen Brawler freigeschaltet. Ich fahre nämlich einen mythischen. Mythischen? Okay, ja. Und Penny war also kein mythischer? Nee, sie war super selten.
Aber immerhin ein neuer Brawler. Ich meine, was will man mehr? Ja, aber da kommt jetzt natürlich noch was. Also, Punkte für Shelly. Leider kein leuchtendes Symbol unten. Bass-Power-Punkte. Nice, jetzt kann ich ihn upgraden. Ah, genau. Wir haben Update freigeschaltet. So, dann gehen wir mal weiter. Das war jetzt natürlich nicht so spektakulär wie die Runde davor, aber... Aber ey, in der zweiten Box schon neuen Brawler. Ja, also das ist klar. Richtig gut. So, ich mach direkt weiter. Genau. Dieses Gefühl, einfach die Box zu öffnen, oh, man würde es am liebsten den ganzen Tag machen, oder? Ja, genau. Deswegen ist es, man muss ja auch immer hart erspielen, was ich dann immer mache. Aber ja, ich bin auch froh, aber dir. Das ist eine gute Arbeitsaufteilung. Du erspielst dir die Boxen und ich öffne die. Ja, genau. Das machen wir jetzt ab jetzt immer so. Punkte für Poco. Das sieht gut aus. Und ein Boni noch. Hoffentlich Markenverdoppler. Yes, Markenverdoppler. Nice, sehr gut. Das heißt, ich kriege noch schneller Boxen, die ich dann wieder öffnen kann. Ja, also. Also wenn du jetzt noch einen Brawler ziehst. Boah, zwei Brawler, das wäre echt... Boah, dann wirst du immer meine Box öffnen, weil zwei Brawler hintereinander, Leute, hatte ich selber noch nie. Also bitte jetzt noch ein zweiter Brawler. Ich glaube, wenn ich 13 Boxen übrig habe, dann ist sozusagen das vorbei. Ja. Komm, gib mir was Feines. Das ist... Also wenn unten die rote 1 dann leuchtet, dann ist auf jeden Fall... Und nein! Ja! Nein! Was passiert hier denn schon, Leute? Was passiert hier? Also bereit? Bereit? Ja, auf und... Oh, ein Gadget! Gadget! Für Spike ein Gadget, Leute! Yes! Danke, 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 René! Gerne. Richtig nice! Ich muss sagen, ich habe noch auf einen neuen Brawler gehofft, weil ich will die zwei auf jeden Fall knacken. Also das war richtig gut. Neues Gadget geht auch klar. Auf jeden Fall, ja. Ein Gadget ist immer gut. Nice, okay, das sind jetzt noch zwei Boxen, ne? Ja, das heißt, jetzt muss so langsam der nächste Brawler kommen. Rico kriegt auch ein Update. Nein! Ja! Was passiert hier? Ja. Ey, René! Bereit? Okay, ja. Und? Noch ein Gadget! Noch ein Gadget, genau. Ja. Und für Nita. Falsches okay. Fell. Richtig gut. Nehmen wir natürlich auch mit. Ey, also ich muss sagen, du hast jetzt wirklich top Sachen gezogen. Ja, das würde ich auch sagen. Die waren echt ein Träumchen, die Sachen. Ja. Aber jetzt kommt natürlich noch der große Abschluss, nämlich der zweite Brawler. Ganz sicher. Und? Wieder drei Gegenstände. Der erste ist ein Powerpunkte. Der zweite auch. Das heißt, wir machen das jetzt so. Ich klicke jetzt und... wir sehen schon die 1, die leuchtet nicht. Schade. Aber ey, fürs Squeak noch Powerpunkte, richtig gut. Genau. Ja. Das heißt, haben wir jetzt auf jeden Fall auch das Upgrade. Nice. Ja, super, vielen Dank. Gern geschehen. Also, ich muss sagen, ich würde jetzt am liebsten noch länger hier mit dir noch die Boxen öffnen, weil du hast für mich einen Brawler und zwei Gadgets gezogen. Ja, würde ich auch gerne. Aber ich versuche mein Glück woanders. Ja. Und, wie willst du jetzt noch fragen? Also, ich schau mal, ob noch Claudio da ist. Okay, aber bei dem musst du aufpassen, dass er dann dir nicht die Boxen klaut, ne, wenn er die öffnet. Stimmt nicht, dass er ihn abscannt. Bei dem muss man aufpassen. Ja. Also, da passt er auf jeden Fall auf, weil der ist nicht so lieb wie ich und gibt dir die Boxen einfach so. Ja, okay, schön auch wieder. Alles klar, danke dir, bis dann. Bis dann, ciao. So, Leute, jetzt bin ich hier oben bei Claudio und ich klopf mal, ob er da ist und ich höre ihn schon singen. Hört ihr das auch? Genau, also ich geh jetzt einfach mal rein, mal schauen und... Willst hallo! Hi, was geht? Alles klar? Ronny, was machst du denn hier? Ja, ich hab mir gedacht so... Komm mal zu dir. Ja, super, danke. Ja? Ich hab mir gedacht so, ich laufe nämlich die ganze Zeit durchs Gebäude und denke mir so, okay. Und frag die ganze Crew mal, ob sie... Aber schick siehst du aus, erstmal zu deinem Ort, super, finde ich gut. Ja, danke schön. Du erinnerst mich an jemanden. Aber ich weiß nicht, wie der heißt. Irgendein Brawler, oder? Ja, genau. Aber da fehlt die Sonnenbrille. Ja, die habe ich noch unten da, die habe ich abgenommen. Freunde, ihr müsst wissen, ich habe ja mit Donny damals das Video aufgenommen und mir hat, ich sag's euch jetzt ehrlich, mir hat das so viel Spaß gemacht, dass ich wirklich Rumble angefangen habe zu spielen und das macht mir wirklich Spaß. Ich bin gerade jetzt auf Level 25 im Brawl Pass. Das ist richtig gut. Ja klar, ich mache mal meine Mission. Da hast du ordentlich gezockt. Aber ich habe nur 1000 Trophäen. Ah, ja, aber trotzdem. Ist okay. Trophäen ist trotzdem okay. Noch gut, ja klar. Genau. Und dafür, dass du erst vor kurzem angefangen hast. Muss ich jetzt wieder spielen, oder? Nee, genau. Ich habe gedacht, du öffnest für mich mal meine 10 Boxen. Oder 10 cool. Boxen. Aber ich will dich natürlich auch nicht unter Druck setzen, denn Eva und René, die haben schon jeweils einen Brawler und René hat sogar noch zwei Gadgets für mich gezogen. Gadgets? Gadgets, ja. Das heißt, Skins oder? Nee, Gadgets, das sind so Sonderfähigkeiten. Okay, cool, okay. Ich fange einfach direkt an. Komm mit dem ersten. So, ciao.
Kannst du mal draufklicken. Ja. Ja, Münzen, och Mann. Morris, ach, PowerPoints, okay. Genau, PowerPoints. Und wieder PowerPoints, PowerPoints. Super. Und Brook Gadget. Was? Ja. Was? Ja, ein Gadget. Yes, noch ein Gadget, ja. Leute. Raketenkraftstoff. Oh, ja. So, wir machen weiter, komm. Genau. Das ist mein zweiter. Genau. Und wenn unten was leuchtet, dann weißt du nämlich auch, da ist was Besonderes drin. Entweder ein Gadget oder ein Brawler. Ah, okay. Ich glaube, ich habe jetzt alle Gadgets schon gezogen für die... Die Saison? Nee, für die Brawler, die ich auf Power 7 habe. Oh, okay. Deshalb, wenn jetzt nochmal nur unten was aufleuchtet, dann kannst du auf jeden Fall wieder neuer Brawler werden. Okay, wir haben nur PowerPoint. Kommen wir es? Okay. Ja, klar. Also Münzen ist auch immer gut, ne? Die braucht man ja auch zum Upgraden. Wann leuchtet das denn unten auf? Ganz am Anfang, oder? Nee, ganz zum Schluss, wenn nur noch eins da steht. Ah, okay. Gut. So, also oder eine 2, dann könnten sogar 2 Brawler drin sein. Ich bin so gespannt. Ja! Und, oh, was? Verbleibender Boni? Ja. Oh, richtig nice, Leute. Schaut mal her. Das Gameplay seht ihr eh, aber... Was war das? Und Markenverdoppler. Ist das gut? Yes. Ja, auf jeden Fall. Was macht der Markenverdoppler? Der bringt mehr Marken und das heißt, man kann mehr Kisten damit aufmachen. Oh, okay. Voll cool. Muss ja ein Gewinn, ja. Genau, richtig gut. Ist in Ordnung. So, und... Ach, Mann. Das war jetzt... Noch eine Box. Ach, Mann, komm schon. Hol mir den Brawler da raus. Nee, mit dem Brawler wird das nichts. Und, schade. Aber warte. Wieder ein verbleibender Boni. Ach, und wieder Markenverdoppler. Ist okay. Aber richtig gut, trotzdem. Damit kann ich wieder schnell neue Boxen öffnen. Ja, hat mir Spaß gemacht auf jeden Fall. Ich danke dir, Donny. Und ja, ich hab zu danken. Ich meine, du hast für mich noch ein Gadget freigeschaltet. Ja, ich würde sagen, richtig gut. Ich würde sagen, du kannst jetzt gehen. Ich spiele jetzt ein bisschen. Was? Eigentlich wollte ich noch weitergehen und mein Glück weiter ausprobieren. Ja, du kannst jetzt gehen. Tschüss, Donny. Muss ich jetzt wirklich gehen? Ja, tschüss, ich spiele jetzt. So Leute, jetzt bin ich hier in der Wolke und gehe jemanden besuchen. Und wer sitzt denn da? Hallöchen, hallo. Donny. Na, alles klar bei dir? Ja, bei dir auch. Ja, was machst du so schön? Sehr schön. Ich bin gerade auf der... Also eigentlich mache ich gerade was ziemlich Geheimes tatsächlich. Was Geheimes? Ich kann es dir wirklich nicht sagen, weil es ist eine Überraschung für unsere Zuschauer. Boah, Leute, nur bei Brawlinbier kriegt ihr hier Special Infos. Also liken, kommentieren, abonnieren. Ja, also ich kann es euch leider noch nicht sagen, Leute, aber es wird ziemlich nice, was wir hier gerade machen. Oh, wie kann ich dir helfen, Donny? Also ich glaube, wer ist nicht so selten in meinem Studio? Könntest du öfter mal vorbeikommen? Ja, das ist ein bisschen weit weg, von daher. Ach so, ja, ach, die Treppen, das ist so schlimm. Diese Treppen, das kann man nicht, das ist nicht auszuhalten. Diese Treppe hoch ist ja viel schlimmer auch. Viel noch. Zu viel, ja. Ich will ja nicht in Spitzen kommen, von daher. Ach so, ja stimmt, weil du siehst nämlich auch schon so aus in deinem Outfit, als wäre der Sommer ausgebrochen. Ja, genau. Guckt euch das mal an, wie das draußen eigentlich aussieht. Draußen ist nämlich einfach gerade Herbst. Es regnet einfach den ganzen Tag. Und Donny sieht einfach aus, als hätten wir 35 Grad. Ja, bei mir ist immer 35 Grad, von daher. Ja, natürlich wegen der heißen Saison, in der wir uns befinden. Oh, ja, was für eine Überleitung. Gut. Ich bin beeindruckt. Gut, ne? Genau, also ich laufe durchs Haus und wollte jeden fragen, ob die für mich Kisten öffnen können. Kein Problem. Und, das hört sich doch gut an. Bist du das? Ja, genau. Ist das ein Krokodil oder ist das ein Frosch? Ist ein Dinosaurier. Ja. So. Hallo? Hallo? Okay. Okay, ich mach das jetzt da drauf und dann. Genau, auf vorherige hier Saison. Und dann das danach. Genau, einfach die Boxen anklicken und immer wieder auf den Bildschirm. Mal schauen, ob du mir Glück bringst und mir einen neuen Brawler. Also, ich hab Münzen. Das ist gut, ja, Münzen. Münzen finden wir gut. Ja. Powerpunkte für Karl haben wir hier. Ja, ist auch gut. Auch gut. Powerpunkte sind immer gut. Mr. P. Powerpunkte. Ja, sehr gut, ja. Nita. Powerpunkte. Sehr gut. Also, eigentlich ist es schon gut. Genau, ja, das ist schon gut. Okay, ich meine, machen wir die nächste Kiste. Genau, Eva hat für mich den Mr. P freigeschaltet, neuen Brawler. Oh, also habe ich jetzt im Prinzip schon ein bisschen Stress. Wir haben wieder Münzen und ganz viele Powerpunkte. René hat auch einen neuen Brawler für mich freigeschaltet. Stress! Penny. Du hast eine Team-Einladung bekommen. Nee, keine Zeit zum Brawler. Stressig, okay. Wir müssen jetzt mal ein paar Kisten aufmachen. Letzte hier. Kiste jetzt. Und? Ach komm schon. Ach Mann, das sind schon wieder Münzen. Also wenn es da unten leuchtet, dann kann es schon gut sein, dass dann... Da leuchtet nichts. Ja, okay, gut, dann...
Es tut mir leid, ich habe nur Powerpunkte. Toll, gib mir das Händen, gib mir wieder. Nein, nur Spaß. Du darfst natürlich noch ein paar mehr aufmachen. Ich darf noch mehr aufmachen? Ja, okay, genau. Warte, ich gehe hier zurück. Wieder, genau, und wieder auf Brawl Pass. Ja. Und dann und jetzt hier kannst unten. Du hier unten alles einsammeln. Genau. Alles? Bis zu 10, denn ich möchte auch noch ein paar Sachen aufmachen und schauen, ob ich selber Glück habe. Ich möchte auch noch ein paar Sachen. Donny möchte auch noch ein paar Sachen. Du hast ein bisschen vorbeigebracht, jetzt mache ich das auf. Okay. So, komm schon, dein Brawler. Es sind Münzen und Powerpunkte. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich hier mache. Aber es sieht auf jeden Fall sehr professionell aus, als ob du das schon öfter machst. Ja, ich weiß. So ich sehe bei allem, was ich mache, sehr professionell aus. Das ist einfach, ich bin einfach ich. Oh, okay. So. Okay, also das waren auch wieder Powerpunkte. Ja. Oh, du darfst das? Oh, du hast sogar die Ehre, eine Megabox aufzumachen. Darf ich da oben drauf? Ja, ja. Eine Megabox! Megabox! Okay, Megabox. Und oh, 5 Gegenstände. Das sieht schon sehr vielversprechend aus. Vielleicht ist auch neue Powerpunkte. 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 Nein, leider nicht. Es scheint mir, als hätte ich doch gar nicht so viel Glück heute. Ja, das stimmt allerdings. Aber letztes Mal hatte ich, glaube ich, Glück, ne? Ja, genau. Letztes Mal hast du Glück gehabt. Das kannst du einfach auch alles einsammeln. Okay, ich sammle das alles ein. Ich sammle das hier alles ein. Genau, sammle einfach alles ein. Alles, was sauber ist. Okay, dann machen wir das hier auch noch auf. Kein Problem. Hä, das kann doch nicht sein, dass ich hier so viel aufmache und die ganze Zeit nur irgendwelche blöden Powerpunkte und Münzen bekomme. Was ist denn das hier für ein Käse? Ja, hallo, also, ich will einen Brawler. Ein Brawler! Okay. Stressig. Oh, hier ist eine große Box. Oh, eine große Box aufmachen. Das kann doch nicht sein! Warum ist denn das so? Hä? Liegt es an mir? Nein, natürlich nicht. Also ich muss auch zugeben, die Wahrscheinlichkeit, wenn ein Brawler gezogen wird, die sinkt natürlich dann bei der nächsten Box. Ja, und René und Eva haben hier halt schon alles abgesahnt. Wie soll ich das denn machen? Ich habe nämlich auch ein Gadget freigeschaltet. Sind wir einfach mein ganzes Glück für die nächsten Jahre muss ich jetzt hier reinstecken, damit da noch ein Brawler kommt. Bonus Markenverdoppler? Oh, Markenverdoppler? Markenverdoppler ist sehr gut. Ist gut? Ja, das ist sehr gut. Okay, gern geschehen. Also, Dankeschön, das ist wirklich top. So, okay, dann haben wir hier wieder Münzen, die sammle ich. Das sammle ich alles ein. Oh Gott, so viele Boxen, ey. Ja, die haben ja auch alle sehr hart erspielt. Ja, hart erspielt. und wieder was verbleibt? Wieder 200 ein Marken. Also vielen Dank, denn die Marken sind sehr gut, damit kann ich noch mehr Boxen aufmachen. Ah, das ist ja gut. Ja, genau. Aber in den Boxen wird dann wahrscheinlich so wie bei mir die ganze Zeit noch Münzen drin sein und Powerpunkte. Das ist ja voll langweilig. Was ist PIN-Paket? Kann ich das aufmachen? Ja, na klar. Also PIN-Pakete, das sind so Emojis für die neuen Brawler, Brawler, die ich habe. Oh, sehr gut, ja. Sind die nice? Guck mal, ich habe nice Sachen da freigeschaltet. Okay. Genau, und dann darfst du natürlich gleich noch die letzte Megabox aufmachen. Ja, das war jetzt erstmal noch eine große Box. Genau. Aber da war jetzt mal wieder nichts. Und jetzt noch eine Megabox! Okay. Und ist da auch mega Ausbeute drin? Ich habe richtig Angst, jetzt da drauf zu klicken. Das war jetzt so ernüchternd. Ich habe jetzt so gedacht, boah, ja, voll, ich mache jetzt hier so voll viele Brawler auf. Wenn ich so 10 Kisten, 12 Kisten aufmache, muss ja, nee, 13 habe ich sogar aufgemacht. Da muss ja eigentlich einer dabei sein. Und es ist einfach keiner dabei. Mhm. Okay. So, und hoffentlich kriegst du jetzt wieder 5 Gegenstände. Also es leuchtet eh nur bei der 1. Also das heißt, mit Leuchte 1 kommt immer ganz zum Schluss rum. Nein. Tut mir leid, Donny. Mhm. Das war jetzt leider nicht so viel Glück von meiner Seite. Ich meine, du hast mir noch viele Powerpunkte und viele Münzen beschert. Das stimmt. Und da bin ich natürlich auch immer sehr, sehr dankbar. Dankeschön. Na, immerhin. Und dann wünsche ich dir noch viel Spaß. Dankeschön. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao. Da hätte ich ja alles selber aufmachen können, ne? Ich meine, ich habe auch so wenig Glück. Ey, letztes Mal. Ah, so Leute, da bin ich wieder. So, ich war jetzt bei der ganzen Crew und hab gedacht so, okay, ja, cool, dass sie meine Boxen aufgemacht haben und bin mega dankbar, dass sie auch Zeit dafür hatten. Und ich hab 2 neue Brawler, 3 neue Gadgets, ganz viele Powerpunkte, Münzen und ganz viele Markenverdoppler, die ich alle gebrauchen kann. Also nochmal hier an dieser Stelle, danke an das Team. Ihr seid echt die Besten, Leute, ihr seid die Besten und bleibt so, wie ihr seid. Aber ich möchte jetzt auch mal mein Glück testen. Und man sieht, ich habe auch mit meiner Crew ziemlich viel Glück gehabt. Und jetzt möchte ich einfach nur mal mein Glück testen. Und deshalb mache ich jetzt die restlichen Boxen auf und hole die restlichen Belohnungen ab. So, und da fange ich an mit der großen Box hier.
Boah, nice. Bass auch wieder Powerpunkte. Ey, Leute, ich kann Bass schon wieder fast upgraden. Oder nicht nur fast, sondern ich kann ihn upgraden. Aber ich glaube, wie ich vorhin schon gesagt habe bei Danja, dass die anderen alle schon sehr viel Glück hatten mit den neuen Brawlern und die Chance sinkt ja immer wieder, wenn man eine Box aufmacht. Deshalb ist das, glaube ich, jetzt sehr schön. Oh, nein! Leute, tatsächlich, was passiert denn da? Und noch ein Gadget für Squeak. Ey, Leute, ich habe auch selber viel Glück. Und yes, habe auch ein Gadget gezogen. Das ist top, das freut mich wirklich. Also, das war wieder so ein Erfolg und hat so viel Spaß gemacht, durch die ganzen Studios zu laufen und alle mal wieder zu besuchen. Und vor allem bei Brawl mit mir zu besuchen. Und dass sie da auch die Zeit für hatten. Oh, mega nice. Und Leute, ein neuer Brawler. Ein neuer Brawler. Nein, wieder ein Gadget. Brocks Gadget. Das ist jetzt sein zweites Gadget, das ich bekommen habe. Und ein verbleibender Boni. Also, Leute, ich habe so viel Glück. Wirklich so viel Glück. Und ja, mega nice. Mega nice. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ich wirklich ein Glückspilz bin oder ob ihr sogar mehr Glück habt als ich. Denn das freut mich natürlich auch, wenn ihr auch so viel Glück habt wie ich und wenn nicht sogar noch mehr. Oder ob ihr sagt, nee, ich bin voller Pechpilz und alle anderen ziehen nur mehr als ich. Und weil das gibt ja auch immer Leute, die nicht so viel Glück haben. Aber ich drücke natürlich für euch alle die Daumen. So, und auch wieder eine große Box und ich hoffe, da kommt ein... Ich bin auch gerade noch ein Brawler, aber ich bin auch gerade überlegen, ob ich vielleicht doch nicht, bevor ich jetzt die restlichen Boxen und die Sachen einsammle, Bass vielleicht noch auf Power 7 machen soll. Boah, schaut euch ja mal an. Ich habe nie das Gadget. Falsches Fell. Boah, richtig gut. Brocks zwei Gadgets freigeschaltet. Einmal da und da. Also top. Was will man denn mehr? Was will man denn mehr bei Brawl Stars? So, Penny habe ich freigeschaltet, einen komplett neuen Brawler, beziehungsweise René hat den für mich freigeschaltet. Und natürlich auch Mr. P, danke Eva, Mr. P, mythischer Brawler, richtig cool. Von Squeak habe ich jetzt auch endlich sein Gadget. Boah, das ist richtig cool. Und Spikes Gadget, also Leute, ihr wisst, er hat ja auch ein neues Gadget, nicht nur das Nadelkissen-Falken, sondern auch hier das neue. Und ja, aber das habe ich noch nicht, ich hoffe, ich kriege das dann auch demnächst. Und hier habe ich jetzt auch Bass. Den kann ich aber noch nicht upgraden. Da habe ich noch nicht genügend Powerpoints, um ihn auf Power 7 abzugraden. Aber die kann ich natürlich auch holen. So, und die hole ich mir jetzt auch mal schnell. Und die kriegt natürlich alle Bass. Denn er ist natürlich auch der neue Brawler dieser Saison. Dass wir die Münzen noch einsammeln hier. Da unten. Und natürlich, man denkt immer sofort so, oh ja, die anderen haben die im Brawler freigeschaltet. Wir wollen die auch im Brawler freischalten. Aber Leute, das ist echt schwer, Brawler freizuschalten. Und deshalb bin ich einfach nur gerade so froh, dass alles so funktioniert hat. Und danke natürlich Danja, dass sie für mich die Pins freigeschaltet hat. Und eingesammelt hat natürlich. So, und jetzt auch mal wieder hier eine Box öffnen. Okay, und ich darf auch als letztes noch, als letztes öffne ich noch die Megabox. Denn die ist natürlich die beste Box. Und die wird zum Schluss eingesammelt. So, noch ein Buzz-Pin. Und hier die Megabox. Mal schauen, ich hoffe, da ist noch was Cooles drin. Und wieder 6, Leute. Vielleicht habe ich ja Glück und bekomme einen legendären Brawler. Oh, Leute, wie schaut's denn hier aus? Ist schon wieder, oh Mann, ich habe zwei Gadgets freigeschaltet. Und jetzt vielleicht noch einen neuen Brawler. Und es ist wieder ein Gadget. Ey, also ich bin selber voller Glücksfels für die Gadgets. Und ich bin auch mega froh, dass es für Belle ist. Denn sie war der chromatische Brawler letzte Saison. Und nice. Also ich freue mich mega. Schaut euch mal an. Ich habe eine riesen Ausbeute gemacht. Und hier habe ich sogar noch 10 Juwelen. Richtig cool, Leute. Richtig cool. Und hier zeige ich nochmal schnell Belles Gadget. Das habe ich jetzt auch übrigens. Sehr cool. Und Bell Golden.
So Leute, wenn euch das Video natürlich gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über ein Like, ein Abo und einmal die Glocke. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao Leute. Was geht ab, meine Starspieler? Donny hier und herzlich willkommen zu einem neuen Brawl mit mir Video, Leute. Zuerst nehme ich meine chillige Sonnenbrille ab. Ah, denn die Sonne scheint so schön ins Gesicht. Aber ich möchte natürlich die Sonne auch genießen. Deshalb nehme ich sie auch ein bisschen ab. So, Leute, wir neigen uns langsam dem Ende zu. Und da habe ich mir gedacht, ich könnte nochmal eine coole Challenge für diese Saison machen. Und zwar habe ich mir was ganz Besonderes überlegt. Ich mache heute 5 Matches und wenn ich schlechter als den vierten Platz mache, 5 Matches, schlechter als der vierte Platz, muss ich jede pro Niederlage, muss ich einem aus der Crew hier einen Gefallen erledigen. Das heißt, wenn ich 5 Matches gewinne, muss ich keinem einen Gefallen tun. Wenn ich 5 Matches verliere, muss ich 5 Gefallen tun. Und wenn ich nur 3 gewinne, muss ich 2 Gefallen tun. Einfache Mathematik, oder? Und da habe ich mir gedacht, okay, ich mache das im neuen Showdown Plus Modus. Denn da ist ja noch mal ein bisschen aggressiver. Wir wollen ja auch ein bisschen testen, wie die Brawler oder wie sich die Spieler dort verhalten, ob das Teamen möglich ist oder nicht. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, okay, Donny, aber wie willst du das denn machen, wenn ich jetzt, sage ich mal, hoffentlich nur maximal einen Gefallen aus der Crew jemanden erfülle? Wem erfülle ich denn in diesen Gefallen? Ganz einfach, ich habe hier so ein paar kleine, das seht ihr glaube ich jetzt nicht so gut, aber ich habe hier so ein paar kleine Zettel vorbereitet, da stehen die Namen drauf. Die werde ich am Ende ziehen, einfach nur aus dem Grund, weil ich mir gedacht habe, so, wenn ich erst am Ende weiß, wem ich hier gefallen tue, dann wenn ich weiß zum Beispiel, ich müsste jetzt einen René einen Gefallen tun, dann weiß ich, dann kämpfe ich so hart durch, dass ich auf gar keinen Fall verliere. Und deshalb habe ich mir gedacht, so, okay, gut, das ist dann vielleicht ein bisschen Manipulation. Oder natürlich ist es vielleicht auch für den Kopf, wenn ich weiß, ich muss für René einen Gefallen tun, ein bisschen schwieriger. Und das ist einfach umgekehrte Psychologie. Und da habe ich mir gedacht, so, okay, gut, ich mache es einmal am Ende, dann weiß ich vielleicht, okay, dann quäle ich mich vielleicht nicht pro Niederlage. So. Das ist ja auch so ein bisschen. Ich meine, ich will mich ja auch nicht zu schwer machen. Ne? Aber Leute, wenn euch diese Art Videos gefällt, dann freue ich mich immer über ein Like, ein Abo, natürlich eine Ding, eine Glocke. Und schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, ob ich diese Art Challenge öfter machen soll. Okay, also wir starten jetzt mit Shelly. Denn ich habe mir gedacht, ich mache das auch, damit es ein bisschen schwieriger ist. Mit Shelly, das ist... Sie ist mein höchster Brawler zurzeit auf 405 Trophäen auf Rang 17. Und ja, eigentlich müsste ich echt mal die meisten auf Rang 20 bis 25 mal alle gleichzeitig pushen. Nicht gleichzeitig, aber eins nach dem anderen, Schritt für Schritt. Denn so brawle ich am liebsten immer so eine Grenze setzen. Rang 20, dann jeden auf Rang 20 bringen, Rang 25, dann jeden auf Rang 25 bringen und so weiter. Aber das ist ja nur meine Sache, so wie ich brawle. So Leute, okay. Genug geredet. Jetzt werden die 5 Matches gemacht im Showdown Plus. So Leute, jetzt geht's los hier. Wir haben jetzt natürlich hier noch niemanden besiegt. Und da hinten steht auf jeden Fall Spike, das ist schon mal sehr gut. Aber ich nehme sicherheitshalber hier die Trophäen. Ah ne, das ist ja Showdown Plus. Das heißt, ich hätte nochmal eine extra Trophäe bekommen. Ja, okay, nicht schlecht. Das ist aber, so sind nur noch 9 Gegner da. Hoffentlich besiegen sich hier schnell alle die ganzen Gegner. Nein! Leute, das war ziemlich knapp. Fast hätte ich jemandem meinen ersten Gefallen erfüllen müssen. Und da war ich ein bisschen zu risikofreudig. Und also man merkt schon, ein bisschen hier im neuen Showdown, dass das eigentlich ziemlich aggressive Spieler sind. Und weil jeder will natürlich die extra Trophäen bekommen. Und deshalb, oh nein, und da kommt auch schon. Oh, okay, gut. Also, und, wer war da? Puh, das ist jetzt hier ein bisschen. Okay, zum Glück habe ich noch dreimal Gadget. Ich nutze mal mein Gadget. Nein! Daneben geschossen. So, okay. Jetzt muss ich aufpassen. Da ist auch noch. Nein! Okay, und man sieht auf jeden Fall, dass die Gegner hier auf jeden Fall richtig gut sind. So, jetzt müssen wir mal schauen hier, dass wir... Und es ist ein 5. Leute, es wird einfach kein vierter mehr besiegt oder kein letzter mehr besiegt. Yes! Yes, ich muss niemandem Gefallen tun für die erste Runde.
Und, okay. So, erstmal wieder ein bisschen heilen hier. Und hier Platz 3. Okay. Beide sind zu stark, beide haben so viele Power Cubes. So, aber ich versuche hier noch ein bisschen den Dings zu. Ah, okay, jetzt sehe ich es erst. Ich habe mir schon gedacht, wurde hier irgendwas geändert mit dem. Weil das habe ich gar nicht mitbekommen, muss ich ehrlich sagen. Und. Yes! Nein! Nein! Ich habe echt noch gedacht, ich. Jetzt treffe ich mit der Super. Ah, okay, aber zweiter Platz. Niederlage, 9 Trophäen. Das geht doch auf jeden Fall klar. Und direkt ins nächste Match, Leute. Okay, wir starten jetzt wieder an der ähnlichen Stelle. Vorhin war ich ein bisschen weiter unten. Okay, hier noch schnell die Power Cubes holen. Die Beute. So, und schnell die Beute. Die Beute ist mein. Mein ganz allein. Ja, das reimt sich sogar. Ganz ungewollt. Haha, und jetzt kann ich hier noch die. Oh, das ist sehr gut. Also ich glaube, also man. Was man auf jeden Fall auch durch diesen Modi erreicht hier, ist, dass die Leute überhaupt nicht so auf die Dings gehen. Nein! Nein! Okay, nein, ich dachte, das wäre mein Abschuss gewesen. Oder gewonnen. So. Ja, yeah, da habe ich schon Dings gesehen. Ich bin aber auch ziemlich, ziemlich Brawl-mäßig unterwegs, Leute. Wie ihr gerade selber sehen könnt. Yes. Oh, nein, 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 nein. Okay, wir müssen jetzt hier noch ein bisschen. Okay, ich sehe schon, hier ist auf jeden Fall. Yo, die teamen, was? Was? Genau, das sollte doch nicht gemacht werden. Okay, man sieht auch auf jeden Fall. Da gibt es auf jeden Fall einen Daumen runter. Also man sieht da wirklich das Team. Ich hoffe, dass da ist ein bisschen was. Und nein, also wirklich, das ist jetzt. Das ist ein bisschen traurig, finde ich. Ein bisschen sehr traurig. Gerade weil die Team, das ist, das geht mal gar nicht. Also und dann, yo, und dann versuchen die da unten noch zu teamen. Ja, genau. Also Leute, das ist jetzt mal wirklich. Also. Und da sieht man. Yes, 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 yes. Zum Glück habe ich da noch jemanden erwischt. Nein, das war nicht so gut. So. Und ja, okay. Nein, Leute. Aber habt ihr das gesehen? Also ganz ehrlich, das war ziemlich schlecht an die Spieler. Man hat ja die Namen gesehen. Ich möchte die Namen nicht nennen, man hat sie ja gesehen, aber Daumen runter, das geht gar nicht. Also Leute, im neuen Modi. Okay, aber Leute, ich bin Platz 4 geworden. Das heißt, ich habe es gerade noch mal so eben geschafft. Das war noch mal ganz schön knapp, Leute. Das war wirklich ganz schön knapp. Und man sieht, anscheinend teamt man doch noch auf Showdown Plus. Also, da, man merkt, das bringt nichts. Die Leute, ich glaube, denen sind diese extra Pokale egal. Denn, man hat ja, das war jetzt wirklich der Beweis dafür, dass den Leuten das egal ist. Ob die extra Pokale haben oder nicht. Da muss ich sagen, das finde ich ein bisschen schade. Aber na gut. Muss jeder selbst wissen, ob er langsam oder schnell hoch geht. Aber. So, okay, einmal nur schnell hoch. Oh, Bull wird jetzt aber hier stark, ne? Vor Bull müssen wir jetzt aufpassen. So, und jetzt können wir da hoch. Okay, und es sind noch 5 Gegner da, zum Glück hier. Okay. Nein, was passiert denn hier? Yes! So, okay. Nein. Okay, ich muss jetzt nur ganz kurz. Ah, ich hatte leider keine. Nice, dankeschön. Haha. Und Leute, das ist der dritte Kampf, an dem ich, den ich jetzt hier zum Glück nicht schlechter als den 4. Platz bekomme. Und hier auch noch Bull, der sehr aggressiv spielt oder auch sehr defensiv jetzt. So, ich muss. Also jetzt muss ich natürlich clever spielen. Ich könnte jetzt. Ich verbünde mich hier auf gar keinen Fall mit Dings. Aber wir müssen auf jeden Fall den stärkeren Gegner platt machen. Yes! Erster Platz, so sieht's aus. 3 Gegner. 13 Trophäen, Leute. Das ist richtig cool. Und das war jetzt der dritte Kampf.
den ich gewonnen habe, sehr stark. Das heißt, ich müsste eventuell noch zweimal einen Gefallen erledigen, wenn ich jetzt nochmal zweimal hintereinander verliere. Aber ich glaube, ich bin einfach so gut, Leute. Ich bin einfach so gut, dass ich gar nicht schlechter als den vierten Platz machen soll. Okay, und jetzt kommt hier natürlich das Selbstbewusstsein und nein! Oh! Oh, das war jetzt aber... Okay. Da war ich jetzt zu selbstbewusst. Okay, Leute, ich muss einen Gefallen erledigen. Der ist schon mal safe. Den muss ich einen... Ah, okay, gut. Okay, was bringt's hier? Okay, nichts. Hier habe ich minus 5 Trophäen. So, noch ein Spiel. Und jetzt das letzte Spiel, Leute. Ich hoffe, es bleibt nur bei einem Gefallen. Und... Puh. So, jetzt bin ich echt gespannt. So. Das Gute ist, ich habe mich auch nicht extra versteckt oder so. Ich bin auch wirklich aggressiv immer auf die Spieler draufgegangen. Und hier... Natürlich außer als allererstes, aber da wollte ich halt mehr die Beute kriegen. Oh nein, und da sieht man auch wieder die Teamen wieder. Was ist denn hier schon wieder los? Hä? Wie ist denn da um die Ecke gekommen? Das war doch auf jeden Fall irgendwie... Und hier nochmal schön in die Gebüsche schießen. Und wenn ihr natürlich meine Tipps und Tricks Videos anguckt, dann wisst ihr, wieso ich gerne nach hinten laufe und die Büsche abchecke. Damit sich da bloß keiner versteckt. Kleiner Tipp am Rande. Und hier ist... Hier sind wir wieder. Zack. Und yes, yes. Nein! Nein! Geh doch auf Daryl. Der hatte nur noch so wenig Hitpoints. Oh, okay, gut. Aber es ist vierter. Okay. Es bleibt bei einem gefallen. So, jetzt habe ich die Mauer weggemacht. Jetzt bin ich mal gespannt. Nein, nein, nein. Und ich wusste es. Okay. Da hat mich Dynamite noch erwischt. Okay, Leute. Da sieht man's. Ich muss einem Crewmitglied hier einen Gefallen erledigen. So, und jetzt ist die Frage, wem? So, ich nehme mal hier die kleinen Zettelchen in die Hand. Und dann einmal schön durchmischen, damit ich nicht weiß, wer es ist. Und dann nehme ich einfach gleich einen heraus, dann zeige ich ihn auch. Und so, die anderen können weg. Und es ist Claudio, Leute. Es ist Claudio. Okay, Claudio muss sich einen Gefallen tun. Er weiß natürlich nichts von seinem Glück. Das werde ich aber auf jeden Fall ändern. Und wir sehen uns gleich, Leute. Okay, so Leute, ich bin jetzt hier oben. Da vorne ist Claudio Studio und ich muss jetzt einen Gefallen erledigen. Und ja, mal schauen, was es ist. Ich hoffe nicht irgendwie irgendwas Großes, was mega lange dauert. Kommt mit, ich schau mal, was er so hat. Er ist gerade in der Aufnahme, aber das ist ein Brawl mit mir, wir stellen aber jeden. Hallo. Hey. Hallo, Dani. Alles klar, Dani? Ja, ich komme gerade bis in mein Studio auf. Du. Was gibt es? Ich habe eine gute Neuigkeit für dich. Und zwar, ich habe mir eine Brawl-Challenge gemacht. Und zwar, ich musste 5 Games, oder so, von den 5 Games, die ich verliere, musste ich pro verlorenes Game dir eingefallen. Mir? Ja, genau. Ich habe dich gezogen. Ah, okay. Ich hatte so kleine Schnipsel in der Hand und habe ich dich gezogen. Ja, cool. Und genau, jetzt hast du, ich habe aber nur ein Game verloren. Ja, was heißt das für mich? Was krieg ich? Darfst dir einen Wunsch ausdenken. Warte. Ich habe jetzt einen Wunsch frei eingefallen, darf ich jetzt erfüllen, ohne irgendwas davon zu bekommen oder so. Das ist jetzt einmal die Challenge gewesen. Weißt du was? Gibt's da irgendwas? Hast du vielleicht was? Wenn nicht, ist auch gut. Ist auch gut für dich. Du musst wissen, Donny, ich komme gerade vom Einkaufen und da ist mir etwas ins Auge gestochen, aber es war ziemlich teuer. Okay, das war ziemlich teuer, okay. Oh ja. Nein, was war das? Das war ein Bisasam-Plüschtier, relativ groß. Ich habe einen Wunsch frei, du, Donny! Du kaufst mir jetzt das Bisasam-Plüschtier. Okay, also ich gehe jetzt mal los. Ich kaufe das Bisasam-Plüschtier. Und warum macht doch Donny so eine Challenge? Also sorry, es ist nicht meine Schuld. Ich krieg jetzt ein Bisasam-Plüschtier. Okay, so Leute, ich gehe mal eben los, kauf diesen riesen Bisasam-Plüschtier und wir sehen uns dann gleich. Bis später. So Leute, das war der Plüschtier, was er gemeint hat. Das war mega teuer. Ich hoffe, das lohnt sich jetzt. Ja, eine Maske. Und, boah, das war typisch Claudio, was der alles für extra Wünsche hat, oder? So, jetzt mal schauen, ob er sich auch so freut oder was. Claudio? Hier? Nein. Oh mein Gott! Bisasam! Du hast ihn wirklich geholt! Oh, wie sweet! Bisasam! Ja. Also,
Weißt du, was es ist? Ja? Das war mega teuer. Das war ja. mega teuer. Und ich hoffe, den hältst du auch in Ehren. Ja, natürlich. Also, schau mal da oben. Film mal da oben hin. Boah, okay. Lumanda und Bisasam! Okay. Aber weißt du was? Die Bisasam werde ich hier vorne hinstellen. Ja, das ist ein cooler Platz. Vor allem mit dem Licht und so. Auf jeden Fall. Oh, Bisasam, der ist so cool. Und der ist riesig. Schaut mal. Schaut mal den cool. in meinen Händen. Das ist riesig. Und der war ziemlich teuer. Es tut mir leid, Donny, aber es war eine Challenge. Ja, es war eine Challenge und er hatte halt einen Wunsch frei. Aber dafür schuldest du mir was, ne? Nein, ich schulde dir gar nichts. Du musst es mir was schulden. Du musst es mir gefallen. Ja, okay, schon auch wieder. Okay, gut, dann. Alles klar. Das freut dich, oder? Ja, natürlich. Wie gesagt, okay, nice. Danke, Donny. Übrigens, kannst du gerne öfter machen. Mach das einmal die Woche. Einmal die Woche, okay, gut. Aber du hast auch Glück gehabt, dass ich dich gezogen habe. Weil ich habe ja so die anderen auch noch gehabt. Mal schauen. Wenn ihr öfter solche Videos sehen wollt und sehen wollt, wenn ich jemand anderen noch einen Gefallen erfüllen soll, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare und wie immer abonnieren. Sehen wir uns beim nächsten Mal bei. Okay, erstmal abonnieren, Glocke aktivieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal bei. Brawl mit mir! Hey Leute, was geht? Donny hier und herzlich willkommen zu einem neuen Brawl mit mir Video, Leute. Heute möchte ich ein paar Questen erledigen und zwar mit Spike, mit dem legendären Brawler Spike. Aber zuerst nehme ich meine chillige Sonnenbrille dafür ab, denn die Sonne scheint mir so schön ins Gesicht. Ah, und das freut mich natürlich immer nur. Und Leute, heute möchte ich mit Spike natürlich die Questen erledigen. Und wenn euch das Video natürlich gefällt und euch mein neues Studiolicht gefällt, dann freue ich mich immer über ein Like, ein Abo und natürlich eine Ding, 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 eine Glocke, Leute. So sieht's aus. Und lasst uns gar nicht lange reden, sondern im Brawl Ball ein paar Gegner platt machen. So sieht's aus. Let's go, Leute. Let's go. Jetzt müssen wir hier mit Spike müssen wir heute 15 Gegner besiegen. Und nein! Der erste wurde mir schon hier einfach mal geklaut. Oh, und da ist auf jeden Fall noch Brock, den ich platt machen muss. Ich muss eigentlich alle platt machen hier. Und gleichzeitig habe ich noch eine andere. No, 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 no. Yes, den ersten Gegner platt. Und jetzt kommt hier der zweite. Nein! Wie konnte ich da nebenwerfen? Okay, und hier haben wir jetzt nochmal sehr viel Glück gehabt, muss ich sagen. Aber den ersten Gegner, der ist schon fertig. Jetzt bleiben nur noch 14 weitere. Und yes, hier, kommt schon, Leute, kommt schon, traut euch. Yes, der zweite. Okay, und jetzt müssen wir hier Leon noch platt machen. Nein, Pam, Pam, und nein. Nein, wie kann es sein, dass ich da nicht treffe? Und jetzt hab... Oh, zwei gleichzeitig, Leute. Nein, doch nicht. Ich habe gedacht, ich hätte Leo noch getroffen, aber doch nicht. So, und jetzt hier... Nein, da hat mich Mortis eiskalt erwischt. Okay. Jetzt müssen wir hier nochmal schauen, was hier abgeht. So, und jetzt hier und... Yes, Mortis auch erwischt. Sehr gut. Und jetzt müssen wir hier schnell aufpassen. Na gut aufpassen. Nein! Weg da. Ah, ich wollte den Ball noch schnell wegschießen, aber es hat leider nicht funktioniert. So, okay. Jetzt müssen wir hier gucken. Den Weg auf jeden Fall versperren. Oh nein, und da kam auf jeden Fall... Nein! So knapp, ich hatte leider keinen Angriff mehr. Okay, und aus irgendeinem Grund wurde hier nicht... Yes! Aber wieder mal habe ich nicht den Gegner platt gemacht. Wieso denn nicht? Verstehe ich nicht. Aber ich glaube, ich habe auf jeden Fall schon zwei oder drei Gegner fertig gemacht. Und die Zeit wird knapp. Wir müssen jetzt langsam hier... Nein! Also die Gegner sind hier echt stark, muss ich sagen. Aber... Okay, unser Daryl, der hat leider auch nichts mehr gemacht. 1-0 für die Gegner. Schade, schade, schade. Aber oh, fünf Gegner habe ich besiegt. Leute, und habe jetzt 24 Gegner im Dings platt gemacht. Oh ja, Jackie möchte auch nochmal. Nein, Daryl will nochmal. Nice. Nein, was ist denn heute los hier? Das gibt's doch nicht. Irgendwie habe ich heute habe ich nicht so tolle Teammates, muss ich sagen. Oder was heißt nicht tolle Teammates? Die sind schon gut, aber hier, da sieht man zum Beispiel, wieso sagt denn da, Daryl ja, wenn er einfach nicht, wenn er nicht zockt. Das meine ich gerade. Ich habe schon hier, Leute, irgendwie habe ich heute das Gefühl, als ob irgendwas nicht so läuft, wie es laufen sollte. Oha! Yes, aber hier nochmal schön Dings platt gemacht. Und... Ah! Oh Mann, das wird hier richtig knapp, Leute. Das wird hier richtig knapp. Und jetzt... Nein! Leute, heute ist anscheinend irgendwie der Wurm drin. Ich weiß nicht, irgendwie kriegen wir ein Tor nach dem anderen rein, aber... So, hier nochmal schön... Was macht denn Daryl da unten? Leute, oder?
Ich meine, es war eh schon meine Schuld, nochmal einen Daumen hoch zu geben, damit ich nochmal spielen kann. Ich habe echt damit gerechnet, dass keiner von denen nochmal irgendwie mitspielen möchte. Aber jetzt haben wir hier, yes, und okay, sehr gut. Also auf jeden Fall werde ich jetzt das Team wechseln. Was ist denn hier los? Ah, okay. Das ist ja auf jeden Fall, ja, klar, Starspieler, wenn denn sonst, und auf gar keinen Fall nochmal mit dem Daryl. So, und hier auf jeden Fall, zum Glück haben wir jetzt das eine gerade noch gewonnen, aber hier sieht es wieder ein bisschen schwierig aus, muss ich sagen. Und yes, habe ich, nein, ich habe den, doch einen habe ich getroffen. Oh, ich dachte, ich schieße die ganze Zeit auf den Daryl, und weil ich gedacht habe, das wäre ein Gegner. Okay, hier, okay, jetzt müssen wir hier nochmal schauen. Yo! Und, yes! Nein! Leute, was ist denn los? Oh man, heute läuft nicht so gut, Leute. Heute läuft nicht so gut, muss ich sagen. Und, yes, da habe ich aber noch, yes, da habe ich noch Dings erwischt. Jetzt muss ich hier noch schauen. Oh, das ist hier nochmal echt heikel gewesen. Okay, also das könnte hier vielleicht doch noch ein Sieg werden, wenn... Yes. Und den nächsten Gegner wieder platt gemacht. Weil natürlich versuche ich mich darauf zu konzentrieren, die Quests zu erledigen. Aber ein Sieg natürlich wäre auch nicht schlecht. Nein. Und 540. Ah, okay. Aber ich habe zum Glück Shelly auf Umwegen zurückleiten müssen. So. Nice. Und, oh, zum Glück konnte ich den Ball noch nach hinten schießen. Das, somit können wir ganz schön viel Zeit erkaufen. Und... So, und jetzt die super dahin. Nein, zu weit geworfen. Und jetzt hier. Yes! Es hat funktioniert, Leute. Es hat funktioniert. Sehr gut. Sehr gut gespielt, Daryl, muss ich sagen. Diesmal habe ich einen guten Daryl im Team. Nicht so wie vorhin. Und hier nochmal. Nice, da haben wir auf jeden Fall... Yes, das läuft hier schon sehr gut. Spiel ab! Was? Oh, zum Glück. Leute, wie knapp war das denn, bitteschön? Ja, klar, Starspieler Donatello. Wer denn sonst? Boah, Leute, war das ein Kampf? Yes, ey, aber ey, ich habe jetzt 15 Gegner besiegt. Nice, richtig gut. Der gewinne 3 Kämpfe im Brawl Ball. Ja, okay, komm. Ein Match mache ich noch. Und dann mal schauen, wie es weitergeht. So, und dann kann es sein, dass wir hier schon, wenn wir das Match jetzt gewinnen. Yes. Also da sieht man zum Beispiel, wieso ich mit Spike so gut oder so gerne spiele. Liegt echt einfach daran, dass... In seine Super kann man echt gut Wege blockieren, sodass die Gegner nicht daran vorbeikommen können. So wie gerade eben. Und es hat ja auch funktioniert, wenn ich danach nicht verloren hätte. Aber okay, wenn meine Teammates irgendwie da gewesen wären zum Anspielen. So, sehr gut. Und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, ein Tor zu schießen. Und ich mache jetzt einmal mal hier. Yes! Leute, wie knapp war das denn? Das ist auf jeden Fall ein Play of the Week. Wie knapp war das denn? Die Super so brillant einfach eingesetzt. Einfach zu gut. Das war einfach wirklich zu gut, muss ich sagen. Also, wenn ich nicht hier wieder Starspieler wäre, dann weiß ich auch nicht. Dann weiß ich es auch nicht. Ich glaube, die meisten Gegner hier am Besiegen. Und hier nochmal. Da sieht man auch wieder, was habe ich schön umzingelt mit meiner Super. Der war mitten im Feld und konnte halt so nicht so schnell an den Ball, wie er es vielleicht sonst gemacht hätte. So, und jetzt hier. Oh, und da ist Bass. Yes, danke schön. Hahaha. Oh, nein. Und, nein, ich wollte gerade mein Gadget einsetzen. Leute, ich muss echt sagen, ab und zu vergesse ich mein Gadget einzusetzen. Nice. Oh, und der Ball liegt direkt vor dem Tor. Puh, wie knapp war das denn? Also, wir haben jetzt noch
Nein, wir haben hier noch ungefähr eine halbe Minute zu spielen. Und wir führen 1-0. Und das hoffentlich bleibt das auch so. Und ja, auf jeden Fall hier nochmal schön zum Ball hin. Ja, die müssen in mein Feld rein. Sehr gut. Und schaut mal, wie viel Zeit das einfach nur kostet, aus meinem Feld zu gehen. Und yes, also hier ist wieder Brawl vorbei. War ja klar, Starspieler, oder? War ja klar. So, Leute, also das ist ja richtig nice, richtig nice. Und jetzt habe ich die drei Kämpfe gewonnen. Nice, das freut mich. Und habe jetzt auch ordentlich Questen und Münzen hier wieder abgestaubt. Und Leute, wie ihr aus meinem letzten Video wisst, versuche ich Stu freizuschalten. Aus dem Grund, weil ich hier die Punkband Skinset haben möchte. Die Bad Randoms. Die Bad Randoms, die will ich unbedingt haben. Und dafür muss ich Stu noch freischalten. Und ich hoffe, das funktioniert alles. Und da werde ich halt so viele Trophäen pushen wie möglich, damit ich in den nächsten paar Tagen den Skin freischalten kann. Weil der kostet nur 49 Juwelen. Das will ich mir nicht entgehen lassen, weil ich nicht weiß, ob der Skin überhaupt nochmal in den Shop kommt. Weil wenn nicht, dann habe ich ihn schon gesichert. Und wenn ja, dann habe ich ihn aber schon vorher als sonst. Leute, das freut mich. Deshalb mache ich auf jeden Fall noch ein Game mit Spike im Brawl Ball Modus. Nein, nicht im Brawl Ball Modus, sondern im Solo Showdown. Jetzt werde ich mit ihm mal auf jeden Fall im Solo Showdown zocken. Und nein, wisst ihr was? Ich werde nicht mit ihm zocken, sondern ich schaue, welche Quests ich offen habe. So sieht's aus. Da sieht man zum Beispiel mit Bull, den ich auch letztens schon gesagt habe, der auch gut in die Band passen würde. Und mit ihm muss ich jetzt eigentlich auch nur 8 Kämpfe gewinnen und noch 2 Gegner platt machen. Dann habe ich die auch auf jeden Fall schon drin. Und das werde ich jetzt auf jeden Fall mal machen. Okay, Leute, so, wir sind jetzt hier im Solo-Showdown. Und ich muss natürlich auch ein paar Gegner platt machen. So, Leute, jetzt hier nochmal schön rein. Und den Gegner. Ja. Du musst leider hier rein. Hallo. Tut mir leid. Okay. Challenge. Was macht ihr denn? Da steht was wirklich hinter Donny. Hinter mir? Was? Okay, also Leute, wie ihr gerade sehen könnt, wird meine Aufnahme einfach mal so gecrashed. Was suchst du da? Ja, ich suche nach einem Briefumschlag. Nach einem Briefumschlag? Also ich glaube, hier ist gar nichts. Sag mal Hallo für die Kamera. Hallo. Okay, und du wirst doch wohl wissen, ob hier irgendwo ein Briefumschlag ist. Nein, hier ist gar nichts. Ich bin hier nur eigentlich am zocken die ganze Zeit. Also bei mir ist... Okay, da ist der nächste. Oh, okay. Ja, ja. Was? Oh, was? Okay, was passiert hier? Was war wirklich hinter Donny, ist die Frage. Was? Okay, Claudia, was hast du jetzt? Irgendwo hinter Donny. Nein, was? Was willst du? Hinter was passiert hier? Das ist eine Challenge. Können wir Spiel später haben. Such mal eine Weile hin. Ich will euch mal einen Tipp geben, meine Damen. Ich bin oben und ich hab's vergessen gerade zu sagen. Ihr habt jeweils einen Joker. Also ihr könnt gleich nach oben zu mir kommen und nach einem Tipp fragen. Wir brauchen keine Tipps zu Okay, sucht mal ein bisschen weiter. Also, okay, das ist alles vor mir. Also. Ja, hinter Donny, was war wirklich? Ihr habt einen Joker. Ihr habt einen Joker. Ich war fest davon überzeugt, dass es hinten an deinem Stuhl sein. Ja, ich hab mir schon gedacht, ich werde hier gleich hier ausgeraubt. Was ist denn. Also hinter mir, also Leute, wie ihr sehen könnt, wird mein Studio gerade ein bisschen verwüstet. Was verbirgt sich hinter Donny? Weißt du das? Ob du es weißt? Ob ich es weiß? Okay. Alles klar. Also, ja. Tut mir leid, dass ich ein bisschen unsauber bin, aber ich habe hier was zu gewinnen. Ja, ich merke schon hier. Also, ich muss sagen. Nimm mal das weg hier. Hinter mir. Also, ich würde an eurer Stelle einen Joker nehmen. Weil das ist ein bisschen schwieriger. Hier irgendwo ein Bild von dir? Nee. Ich weiß, es kommt in die richtige Richtung. Ich darf gar nicht so viel davon verraten. Das ist halt nur, ich an eurer Stelle mit einem Joker nehmen. Nein, den will ich! Okay, Leute, da wir gesehen habt, eigentlich wollte ich hier nur in Ruhe zocken. Und ja, das war jetzt merkwürdig hier. Okay, Leute, also ich hoffe trotzdem, dass das Video euch gefallen hat. Und ja, Kathi und Daniel sind jetzt einfach mal in mein Studio reingeplatzt und haben jetzt mal meine Aufnahmen gecrashed. Und es sieht hier gerade ein bisschen wüst aus. Und deshalb werde ich jetzt nochmal ein bisschen... Ups. Und mein Mikro war weg. Okay, Leute, also genau, einfach nur kurz. Ja, Kathi und Daniel haben mein Studio verwüstet und jetzt versuche ich das noch ein bisschen aufzuräumen, Leute. Und ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen, trotz der wilden Überraschung hier gerade, aber ja, ich räume jetzt ein bisschen auf und wenn euch das Video gefallen hat, und dann lasst doch gerne ein Like, ein Abo und natürlich eine Ding, 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 eine Glocke da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, Leute!
Hey Leute, was geht? Mein Name ist Donny und herzlich willkommen zu einem neuen Brawl mit mir Video. Heute habe ich einiges vor, denn es fehlen mir nur noch 150 Marken, um Bell frei bzw. Bell Goldhand freizuschalten. Und ich brauche ja nur noch 150 Marken. Und wie kriegt man jetzt schnelle Marken her, wenn man schon so viel gezockt hat? Na klar, durch die Quests. Und ich schaue gerade, ich habe hier noch Jesse, einen Kampf mit Jesse offen. Also ich muss einen Kampf mit Jesse gewinnen. Und dann kriege ich 500 Marken und damit dann auch. Da freue ich mich schon drauf, denn der Skin sieht richtig, richtig cool aus. Und ich werde aber nicht nur den Skin abholen, sondern ich werde auch alle meine Trophäen, ich werde natürlich alles abholen, was geht. Also auf dem Trophäenpfad und im Brawl Pass sozusagen werde ich einfach alles abholen, was geht. So Leute, also wenn ihr auch so gespannt seid wie ich, was ich in den Boxen bekomme und erhalte, dann schaut euch auf jeden Fall das Video bis zum Schluss an. Aber jetzt mache ich natürlich die letzte, beziehungsweise ich hole den letzten Sieg mit Jesse ab, um die 500 Marken zu bekommen. Und genau, und das mache ich dann einfach im Juwelenjagd, weil mit ihrem Turm haben wir da schon einen klaren Vorteil. Und deshalb schaue ich mal, ob mein Plan noch aufgeht. Natürlich. Oh, und zwei Juwelen habe ich schon. Oh, da stört mich die Wand. Und, wusste ich doch. Ich habe es mir schon. Oh nein, und da ist auch noch jemand. Vielleicht war es doch die falsche Wahl, in Juwelenjagd zu gehen. Aber, das werden wir gleich herausfinden. Und ich freue mich einfach schon so sehr auf Bell Goldhand. So, okay, gut. Da ist unser Cold ziemlich fit, muss ich sagen. Sehr gut. Oha! Der ist richtig gut. Und 5 Juwelen haben wir schon, das ist top. So. Und nice. Oha, nein! Und da hat mich der... jawohl, also der Colt ist topfit, muss ich sagen. Der ist richtig gut. Und da gibt es erstmal direkt ein Jesse-Zwinker. So wie sie es immer macht. Und nein, da unten ist... nice! Gewonnen! Yes! Also jetzt... ich bin so gespannt. Jawohl, 8 von 8. Jetzt habe ich es echt geschafft, den Saison fast komplett durchzuspielen. Und oha, was es alles gibt. Wie viel ich noch abholen muss. Oha, richtig gut. Und noch die ganzen Pins von Bell, die habe ich auch noch nicht abgeholt. Oh, nice. Also, ich werde auch gleich dann auf jeden Fall mit Bell Goldhand eine Runde zocken. Und... ich glaube, ich hole mir sofort als allererstes natürlich Bell Goldhand. Yes! Boah, die sieht so cool aus. Also die hat da ihr Goldgewehr. Schauen wir uns direkt nochmal an. Auswählen. Ja, super. Also hier, da schaut euch mal das Gewehr an. Das sieht ja richtig cool aus mit dem... hier noch mit dem Brawl-Logo und dem Totenkopf. Dann noch ihr Monokel. Super cool. Und die weißen Haare mit der roten Strähne und dem roten Cape. Das ist gar kein Cape, das ist eine Jacke. Eine rote Jacke ist das. So ein Jackett oder irgendwie sowas. Und dann noch eine rote Krawatte. Top. Top. Wirklich. Sehr nice. Aber jetzt schauen wir mal, was wir in den ganzen Boxen drin haben. Und dann fange ich glaube ich erstmal damit an,
nur die großen Boxen oder... Ah, ich habe glaube ich noch blaue, die Brawl-Boxen. Genau, ich öffne erstmal die normalen Brawl-Boxen und danach öffne ich die großen Boxen und dann geht es weiter zu den Mega-Boxen. Und genau, da fange ich jetzt mal direkt an. Mal schauen, was ich bekomme. Vielleicht kriege ich ja noch einen neuen Brawler. Vielleicht kriege ich ja Crow oder Leon. Oder Sandy. Wer weiß. So, okay, Powerpunkte. Nicht schlecht. Hier. Ah, leider leuchtet da nichts. Powerpunkte für Bell. Ich überlege gerade. Vielleicht sollte ich doch noch, bevor ich die ganzen Boxen abhole, Bell aufleveln, damit ich ihr Gadget freischalte. Das klingt doch auch sehr gut. Und da, wo bin ich jetzt? Da. Genau, da hole ich jetzt erstmal die 50 Powerpunkte ab und gebe sie Bell. Und dann auch noch hier die 100 Powerpunkte für Bell auf jeden. Und jetzt fehlen nur noch 7 Powerpunkte. Da kommen die jetzt. Nice, und jetzt, boah, jetzt kommt sogar noch mehr dazu, und zwar werde ich sie aufleveln oder upgraden. Yes, und jetzt schaltet sich das Gadget frei und ich hoffe, ich bekomme ein Gadget. Aber das ist noch nicht alles. Ich möchte noch die anderen Brawler mal aufleveln. Also wie ihr seht, ist das Video sehr vollgepackt mit... Oh, Shelly. Auf jeden Fall. Shelly bekommt auch Powerpunkte mit Sachen rund um Brawl Stars. Power 7 und man sieht halt, bei Power 7 schaltet man das Gadget frei, wie ich gerade schon erwähnt habe. Oh, nice. Ich liebe es. Da auch noch 200. Hier nochmal 100 Powerpunkte. Wer bekommt die? Die bekommt, ich habe eine Idee. Und zwar Squeak, der neue Brawler Squeak. Squeak oder Spike, ich kann mich nicht entscheiden. Oh, Leute. Squeak oder Spike? Ich glaube, ich nehme doch lieber Spike, denn Spike ist ein legendärer Brawler. Und wenn ich den schon schnell auf Level 7 bekomme, um das Gadget für Spike freizuschalten, das wäre doch super. Nein. Einmal da. Und dann gibt es ja noch die 500er. Cool. Da auch nochmal 100. Ich glaube, das müsste schon fast reichen. So, jetzt level ich noch Spike auf. Spikey, wo bist du? Da ist er. Und hier einmal upgraden. 6. Oh, und da fehlt doch noch ein paar. Okay, also nur noch einer, also 100. Schnell suchen, wo sind die denn? Da, jetzt habe ich noch zwei 500er. Da bekommt einer auf jeden Fall Spike. Und den anderen 500er, den gebe ich Squeak. Und mal schauen, eigentlich müsste das jetzt auch reichen, um beide auf Power 7, Spike auf jeden Fall. Jetzt noch Squeak. Also, wenn ihr es gut plant mit den Boxen und mit den Upgraden von... Yes, hat auch für Squeak gereicht. Und das Upgraden für die Brawler und erst dann die Boxen öffnet, dann habt ihr, so wie ich jetzt, schon mal einen sehr guten oder eine sehr gute Basis, um auch eine... um ein Gadget zu erhalten. Genau, sind sonst noch Powerpunkte da? Ah, 200 da unten. Nee, okay, gut. So, Leute, dann geht's jetzt erstmal weiter mit den einzelnen Boxen. Da. Dann habe ich noch eine Brawlbox. Okay.
Und vielleicht schaffe ich es ja sogar auch durch die ganzen anderen Boxen schon jemanden auf Power 9 zu upgraden. Okay. Das wäre natürlich echt stark, wenn ich noch ein, zwei neue Brawler freischalten könnte. Das wäre auch wieder eine riesen Überraschung. Ich muss sagen, ich glaube, ich habe sehr gute Karten, um noch einen Brawler freizuschalten. So. Oh, Squeak Pop. Sehr nice. Sehr nice. Okay, und jetzt geht's dann wieder weiter. Und zwar mit den großen Boxen. Da habe ich noch ganz am Anfang welche, oder? Ja. Da, da ist alles abgeholt. Hier geht's. Okay. Da oben ist auch noch eine große Box. Oh, und da unten ist es wieder am Leuchten. Also, entweder ist es ein Gadget oder ein neuer Brawler. Und ich gehe stark davon aus, dass es ein neuer Brawler ist. Yes! Yes, es ist Nani! Yes! Boah. Ich hab's doch gesagt, Leute. Ich hab's doch gesagt. Ich hatte so ein gutes Gefühl, als ich einen neuen Brawler bekomme. Und hier ist er. Nani. Beziehungsweise sie. Nani ist die Kämpferin. Und ein epischer Brawler. Und mit der werde ich auf jeden Fall im nächsten Video auch ein paar Runden zocken. Und das war nur die große Box. Oh mein Gott, ich hoffe, ich krieg noch ein paar... paar neue. Direkt neue Brawler. Ich will noch mehr Brawler haben. Die Gier nach noch mehr Brawlern ist so groß. Okay. Ach, Powerpunkte. Ich bin immer so gespannt, wenn da unten 3 steht. Dann denke ich mir so, okay, steht eigentlich die ganze Zeit in 3. Aber ich hoffe natürlich immer, dass da ein neuer Brawler ist. Schade, dass keine Juwelen mehr dran sind. Weil dann hätte ich jetzt wahrscheinlich auch schon wieder einige Juwelen gut machen können, wenn man so viele Boxen ausspart. Das ist das Coole an Boxen sparen, finde ich. Wie macht ihr das, Leute? Schreibt mir das gerne in die Kommentare, ob ihr jede Box sofort öffnet. Oder es macht so wie ich, dass ihr immer die Boxen ersammelt und dann, einmal komplett alles öffnen. Ich finde, das ist irgendwie cooler und witziger, anstatt hier immer eine Box zu öffnen. Deshalb sammle ich die auch immer. Aber das ist ja immer Geschmackssache und jedem selbst überlassen. Yes, Bow auch freigeschaltet, also zum Upgraden freigeschaltet. Komm schon, gib mir einen neuen Brawler, gib mir einen neuen Brawler. Wisst ihr, was mir gerade einfällt? Das ist jetzt mal eine sehr spontane Aktion. Ich habe ja den Brawl Pass freigeschaltet. Und man kann ja auch seinen Namen ändern in eine bestimmte Farbe. Und das werde ich jetzt auch gleich machen, nach dem Box öffnen. Nach dem Boxen öffnen. Denn ich habe ja Bell Golden freigeschaltet und werde meine Schrift auch, beziehungsweise meinen Namen, in Gold umwandeln, denn der schimmert dann so schön. So, okay. Jetzt wird es langsam wieder. Ich meine, ich habe noch ein paar. Ja, ich habe halt noch ein paar große Megaboxen. Aber. Da weiß man ja auch nicht, ob da was drin ist oder nicht. Deshalb. Bin jetzt mal. Also schon. Da sind schon echt viele Sachen drin. Also 6 war. 6 Sachen waren drin. Und. Oh, Leute! Ich glaube, es ist wieder ein neuer Brawler. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich bin mir zu über 90% sicher, dass es eventuell ein neuer Brawler ist und kein Gadget. Aber das werden wir jetzt herausfinden. Ein Gadget! Okay. Für Shelly auch noch. Okay, sehr cool. Freut mich trotzdem, weil ich habe die extra upgegradet, um Gadgets auch freizuschalten. Das gibt mir natürlich auch einen Vorteil in dem Game. Und genau. So, ja cool, jetzt habe ich schon für Shelly ein Gadget freigeschalten.
Mal schauen, was in den anderen. Da sind jetzt auch 5 Sachen drin. Da vermute ich, dass jetzt kein neuer Brawler ist. Ja. Und? Ah, okay. Puh, aber wieder ein Bonus und zwar Markenverdoppler. Sehr cool. Ich mag Markenverdoppler. Wieder 5 Sachen, okay, gut. Also ich glaube, wenn da unten rechts eine 5 steht, dann ist da kein Brawler oder ein Gadget drin. Ich glaube, bei der Megabox müssten es schon 6 sein. Und! Wie ich gesagt habe, 6. Ich hoffe, also meine Rechnung müsste dann jetzt darauf hinauslaufen, dass jetzt noch was kommt. Und. Oh, kommt schon. Lass es wirklich bitte noch ein neuer Brawler sein. Dann habe ich wieder 2 neue Brawler, nicht nur einen. Und lass es vielleicht Crow sein. Oder Leon. Und Jackie! Es ist Jackie! Ja, richtig cool. Richtig nice, freut mich. Und Jackie ist ein Schwergewicht und ein super seltener Brawler. Und davon habe ich jetzt schon 3 von 5. Sehr gut. Und dann habe ich noch einen Boni. Puh, also Markenverdoppler. Jetzt habe ich schon 400 Markenverdoppler. Also plus 400 nochmal. Das ist sehr cool. Boah, dann weiß ich ja, was ich jetzt nur noch mache. Und zwar durchgehen, zocken, um die Markenverdoppler einzusetzen. Natürlich brauche ich dann immer neue Marken dafür. Aber wenn man ja auch die einzelnen Brawler upgradet, dann... ja, Level upgraded. Nicht upgraded im Instant, sondern im Game selber. Dann bekommt man ja auch noch ein paar Marken. So ein Levelaufstieg, meine ich. Okay, das war die letzte Box. Das war die letzte Box. Und dann habe ich ja noch eine kleine Überraschung. Und zwar habe ich ja noch meine Pins, die ich abholen kann. Okay, ich habe nur ein Pin-Paket ganz am Ende. Aber dann hole ich jetzt einmal die Juwelen noch ab. Juwelen, nochmal Juwelen. Nochmal Münzen. Nochmal die Juwelen. Nochmal die Münzen. Nochmal die Juwelen. Nochmal die Münzen. Yes. Ich bin im Flow. Und ein Pin-Paket. Das hole ich natürlich ganz am Schluss ab. Um es noch ein bisschen spannend zu machen. Ah, ich hole jetzt auch noch die restlichen Sachen ab da oben. Yes. Bell einmal wütend. Münzen. Und Bell einmal verliebt, würde ich sagen. Bell noch einmal mit Daumen nach oben. Bell einmal, wenn sie Schwierigkeiten hat. So ein Schwierigkeiten. Und natürlich Bells Goldsack. Und meine 200 Münzen. Oh, richtig cool. Und jetzt kommen die Gold Hand Pins. Die sind auch richtig cool. Also das freut mich total, muss ich sagen. Also der Season Pass hat sich auf jeden Fall gelohnt. Weil ich finde die Gold Arm Gang so cool. Und da habe ich auch Colts neuer Skin. Neuen Skin. Und jetzt auch noch Bells Gold Hand Skin. Also richtig nice. Und jetzt öffne ich das Pin-Paket. Bin gespannt, was ich da noch für Pins bekomme. Einmal Bull, Max und Rico. Sehr cool. Die habe ich noch alle nicht. Und klar, man kann die auch noch einmal ziehen. Wenn man die hat, dann hat man die. Aber ich meine mit dem, zum Beispiel Max mit den Tränen. Das heißt, wenn ich einmal einen platt mache, kann ich dann den machen. Aber ja. So, sehr cool. Und dann habe ich noch hier im Trophäenfad nochmal die Münzen und die Powerpunkte, die ich jetzt für... Squeak habe ich schon. Ich setze die mal für Spike noch ein. Dann nochmal Münzen einfordern. Oh, und hier habe ich noch eine Brawl Box. Die habe ich ja ganz vergessen. So, mal schauen, was drin ist.
Auch wieder nur Powerpunkte. Schade, ich hätte gedacht, das wäre wieder eine richtig coole Überraschung, wenn da ein legendärer Brawler drin wäre. Aber ich glaube, ich habe heute schon 2 Brawler bekommen. Das ist echt, also ich muss sagen, heute glaube ich echt, da bin ich der Glückspilz-Brawlstars-Spieler. Falls ihr am Wochenende das 10-Arten-Video von Brawlstars-Spielern gesehen habt, dann wisst ihr, was ich meine. Ansonsten schaut das euch auf jeden Fall an. Das ist sehr cool geworden. Und habe da Special Guests eingeladen. Und hier schaue ich erstmal direkt Sprint-Amulett. Shelly sprintet vorwärts und spart sich so ein paar überflüssige Schritte. Verfügbare Nutzung pro Matches 3. Das ist sie, wenn ich im Gebüsch bin und ein Gegner zu mir läuft, dann kann ich schnell nach vorne springen und höheren Schaden machen, weil ich dann näher an den Gegner dran bin. Und ja, richtig cool. Jackie habe ich freigeschaltet. Also auf jeden Fall noch ein Brawler und Nani, die ich auch schon wieder upgraden kann. Mega cool. Also Leute, ich muss sagen, das hat sich echt gelohnt, heute mal die Boxen abzuholen. 2 neue Brawler waren drin, ein Gadget. Also was will man da mehr? Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und bis zum nächsten Mal. Ciao Leute. Hey Leute, was geht? Donny hier und herzlich willkommen zu einem neuen Brawl mit mir Video, Leute. Heute möchte ich mit einem Spezialgast zocken. Und zwar, weil ich eine bestimmte Quest auf offen habe. Und zwar die gewinne 5 Matches in einem Team. Und wie ihr wahrscheinlich gerade schon bei mir seht, wer online ist. Und zwar The Legend. Kein geringerer als René. Hallo, herzlich willkommen bei Brawl mit mir. Oh nein, 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 nein. Ich bin platt. Ich auch. Oh, schnell, die Power-Cube ist da oben. Den packen wir uns. Yes, 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 erster Platz. Nice. Sehr gut, René, sehr gut. Weiter so. Das schreie ich hier schon so rum, dass ich erstmal ein bisschen husten muss. Aber es kann halt passieren, wenn wir Erster werden. Hey Leute, was geht? Mein Name ist Donny und herzlich willkommen zu einem neuen Brawl mit mir Video. Heute möchte ich mit Rosa die letzte Quest erledigen. Denn wie ihr wisst, im letzten Video habe ich es nicht ganz geschafft, die restlichen 4 Kämpfe zu absolvieren, da Wartungsarbeiten anstanden. Und ja, Brawl mit mir dann sozusagen eine Pause gemacht hat für mehrere Stunden, gefühlt Stunden. Aber da habe ich mir gedacht, heute möchte ich was Besonderes machen. Und zwar habe ich jemanden eingeladen, der für mich die Quests spielt, beziehungsweise die Rosa-Quests erledigt. Und man weiß ja, mir fehlen nur noch 4 Siege dafür. Und da habe ich mir keinen geringeren zugeholt als den einzigartigen... Hallo! René! Herzlich willkommen! Ich dachte, es wird einfach mal wieder Zeit, dass wir mal zusammen wieder brawlen. Wobei, ja, ich merke schon, du willst eigentlich nur, dass ich die Arbeit für dich mache, ne? Ja, genau, da habe ich mir auch gedacht. Das wäre natürlich cool, wenn du für mich die Quest erledigst und ich einfach nur entspannt zuschauen kann. Ja, das glaube ich dir, dass das entspannt ist. Dann. Aber guck mal erstmal, wie gut ich das schaffe. Weil so wie ich mich kenne bei Brawl Stars, wird das nicht so entspannt sein, mir dabei zuzugucken. Okay, also jetzt habe ich eine kleine Befürchtung, dass du mir vielleicht meine ganzen Trophäen verlierst. Aber Das meine ich nämlich. Ich kann ja nebenbei dir ein paar Tipps geben. Von daher. Das ist vielleicht eine gute Idee. Ja, genau. Deshalb dann machen wir beide was davon. Genau. Also stimmt. Ich mache die Arbeit für dich und du unterrichtest mich ein bisschen dabei. Stimmt, genau. Und dann machen wir beim nächsten Mal nochmal Brawl Ball oder nochmal ein Teamspiel und dann rocken wir das Ding auf jeden Fall, oder? Ja, auf jeden Fall. Genau. Dann, gebe ich dir mal das Tablet und dann kannst du auch direkt ins erste Spiel starten, wenn du magst, wenn du schon sicher bist. So, okay. Und du weißt, du musst wirklich nur Vierter werden. Nur Vierter. Kriegen wir ja vielleicht sogar hin. Ja. Komm, dann wäre es ja eigentlich schlau. Oh, genau. Oder so. Oh. Lauf hin, genau. Und jetzt. Erstmal wieder weg. Wo? Ah, jetzt hat er sich versteckt. Genau, er ist ein Werfer. Das heißt, du bist stärker als er, wenn du in den Nahkampf gehst. Dann deshalb... Nein! Okay, schnell hoch, lauf wieder hoch. Nein! Wieso wirft der so gut? Okay, da schalte ich mich mal lieber ein. Ja, genau. Also ist schon mal gut, dass du den Kampf überlebt hast. Oh. Okay, weg hier. Der Rico. Boah, ich dachte schon, der Rico trifft dich jetzt mit seiner Super. Eigentlich wäre es ja auch schlau, wenn ich... Oh, das ist der Nächste. Oh, der hat aber... Nein! Ey! Schnell weg! Nein! Wieso geht jetzt alle auf mich? lauf weg hier! Okay, lass dich heilen. Versteck dich kurz im Gebüsch. Ja. Und dann kannst du kurz abwarten. Und oh, da unten ist Bo, den kriegst du auf jeden Fall. Okay. Ich würde so gerne eingreifen, aber ich kann nicht. Nein! Weil jetzt kommt das grüne Gas auch immer näher. Ich geh mal hier oben lang.
Von mir muss ja eigentlich nur überleben, ne? Genau, also du musst nur Vierter werden. Eigentlich also macht es auch Sinn, dann erstmal defensiv zu spielen. Stimmt, das ist eine sehr gute Idee. Eigentlich wollte ich, dass du voll reingehst und ein paar Gegner platt machst. Aber das ist schon mal sehr gut von dem. Da merkt man, dass jemand meine Videos anguckt. Ja, natürlich. Die Taktik, Kniffe, die habe ich alle auf. Oh, da, oh, ja, oh. Keine Sorge. Lauf nicht weg. Genau, lauf zu ihnen hin. Du bist jetzt im Schild. Okay. Ey, wie, nein. Boah, jetzt trifft er so gut. Boah, der hat jetzt, alles. Oh, sehr gut. Ey, wieso kann ich jetzt da drüber werfen? Ja, okay, ich muss jetzt hier erstmal mich wieder heilen. Genau. Aber, Leute, habt ihr gesehen, er ist jetzt schon Dritter. Das heißt, den ersten Sieg hat er auf jeden Fall sicher. Ja. Richtig gut, richtig gut. Natürlich gerne. Also, ich glaube, es sind noch auf jeden Fall zwei andere Leute. Die lasse ich jetzt erstmal gegenseitig. Genau. Obwohl, deine Mike, nein, den kannst du wirklich. Dieses Dynamit, ne? Ja, der ist. Ey, wieso gehen jetzt alle wieder auf mich? Weil du keine Power Cubes hast. Ja, wahrscheinlich. Und deshalb, also wirklich, Gegner ohne Power Cubes, das sind wirklich leichte Opfer. Denn man sieht hier Squeak. Oh, sehr gut. Du hast sogar einen gekillt, oha, oder? Oha. Ah, oh, weg hier. Okay. Nein. Du weißt, dass du mit Rosa im Nahkampf bist. Genau, das heißt, verfolge ich den jetzt gerade auch. Genau, sehr gut. Oh, den kriegst du noch. Und? Yes! Du bist Erster! Jawohl! Nice! Richtig gut! Ja, also, ganz einfache Sache, würde ich sagen. Richtig gut, ey, Leute. Meine Taktik war eigentlich, die ganze Zeit nur wegzulaufen und im letzten Moment dann einmal kurz reinzukommen und abzustauben. Ja, nice, also wirklich top. Dann würde ich direkt sagen, nächstes Spiel, ne? Denn du hast ja noch drei Kämpfe vor dir. Stimmt, wir haben noch was vor, auf jeden Fall. Also wenn es so weiterläuft, dann hast du es wirklich in 4 Games geschafft. Und natürlich hoffen wir so weiterlaufen. Genau, dann, davon gehen wir natürlich beide aus. Genau, also ist jetzt immer dieselbe Karte und dann kannst du. Genau, ich würde jetzt erstmal die Kisten dann nehmen. Genau, das hatte ich auch vor. Sehr gut. Genau, Nita, die könntest du eventuell sogar kriegen. Oder wohl? Ja, die hat 5400. Jawohl. Okay. Schade, das war zu riskant, das war ein bisschen. Aber okay, gut. Das war nicht. Das ging schnell. Ja, das ging wirklich schnell, aber. Okay, das war jetzt auch derzeit. Du musst ja noch ein bisschen warm werden. Ja, das ist ja noch. Ich brauche ja auch am Ende auch immer noch Unterricht, ne? Also eigentlich haben wir ja hier auch gesagt, wir werden jetzt hier ein bisschen Unterricht machen. Und wenn ich nur gewinne, dann gibt es natürlich keinen Unterricht, weil dann ist er ja gar nicht mehr nötig. Genau. Hier war jetzt einfach nur der Punkt, dass Nita, die hat wirklich gut gespielt. Sie hat einen Schuss gemacht nach hinten und sie wusste, dass sie durch die Reichweite einfach einen Vorteil hat gegenüber von Rosa. Von daher. Ja, das Problem ist wirklich, das kennst du ja wahrscheinlich auch, erstmal dann auch in die Reichweite zu kommen, wo man dann das ausspielen kann. Genau, ja. Deshalb für Rosa ist es immer ganz wichtig, viele Power Cubes zu sammeln und dann irgendwo hinter einer Ecke verstecken, so wie da, und dann warten, bis ein Gegner kommt. Ja, ich schau jetzt mal, ob der hier oben rechts kommt. Ja. Nur, da, Leute, da dürft ihr nicht vergessen, die Giftwolken, die kommen dann ja auch. Genau, nach einer gewissen Zeit. Genau. Ich hätte jetzt erstmal wieder so ein bisschen geben, Spiel. Genau, schau mal oben, ich glaube, da war noch eine Kiste. Da oben. Ah, sehr gut, die kannst du noch holen. Dann kannst du dich auch direkt im Gebüsch erstmal noch verstecken. Ich glaube, jetzt hier ist gerade auch nicht so viel los in der Gegend. Genau, ich glaube, die sind weiter oben. Genau. Oh, da ist auch noch oben links ist eine Rosa. Oh, da geht's. Und noch eine. Uiuiui. Eine Nani. Ich verstehe nicht. Wow, was ist denn hier los? Hey, warum greift da niemand ein? Ich wollte gerade sagen. Jetzt, jawohl, jetzt kannst du Nita holen. Nein. Und einmal die Super aktivieren. Ja. Ah, schade. Wieso gehen dann auch wieder alle auf mich? Ja. Dann würde man eigentlich einfach nur kurz wieder abstauben. Ja. Okay, ich glaube, ich sage dir jetzt nochmal einen kurzen Tipp. Bei Rosa ist es nämlich so, wenn du ihre Super aktivierst, dann hat sie ein Schutzschild und sie verringert den kompletten Schaden, den sie bekommt. Das heißt, du bist dann sozusagen auch ein bisschen stärker und überlebst dann länger. Ja. Das hätte ich dir vielleicht vorher sagen sollen. Ja. Aber okay, gut, besser spät als nie, ne? Ja. Genau, das heißt, wenn du kannst einfach einmal kurz drauf tippen, dann musst du gar nicht ziehen bei ihr. Oder zielen. Ich glaube, ich bleibe aber einfach bei meiner Taktik. Einfach gar keine Kämpfe, sondern einfach nur immer jeden Kampf vermeiden. Die Taktik, die war schon am erfolgsversprechendsten. Ja, stimmt. Damit ist er Erster geworden. Und hat sogar einen Squeak mit 5 Power Cubes besiegt. Also das ist schon mal wirklich sehr gut. So, das Gute schon mal, jetzt stört mich schon mal niemand dabei. Hier. Genau, alles. 2 Power Cubes. Ich glaube, das ist neuer Rekord. Und auch zum Glück noch... Oh, Nani? Und da unten ist noch eine Kiste. Genau. Wobei, es geht jetzt ein knappes Ding mit den Giftwolken, aber geht noch. Ich glaube, ich komme hier gleich wieder raus. Ja, doch, dafür hast du genügend Hitpoints, beziehungsweise, komm ich hier unten wieder raus? Genau, unten. Ja, dann würde ich da unten herlaufen, ja. Ja, boah, da sind aber viele Gegner. Genau, jetzt einmal um die Kiste laufen, einmal um die Kiste. Ah, nein! Schnell weg! Ah, schade! Ey,
Da warten dann aber auch einfach drei Gegner auf mich. Ja, genau, also da kann man eigentlich auch nichts machen, das außer... Jetzt auch schnell, ne? Jetzt sind nur noch vier Brawler übrig, das heißt... Ja, genau, also... Das war eine schnelle Sache. Okay, gut, also ich glaube, ich muss auch noch an meinem Trainer-Skills ein bisschen üben. Ja, aber also wir sind stark gestartet, genau, und haben dann stark nachgedacht, kann man das zusammenfassen. Genau. Aber jetzt nochmal volle Konzentration, das kriegen wir hin, Leute, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Aber ich merke schon, jedes Mal, wenn ich früh rausgeflogen bin, lag das dann daran, dass man dann direkt mehrere Gegner vor sich hatte. Genau, ja. Und das ist jetzt genau dieselbe Situation. Wenn ich mich da jetzt staube jetzt ab. Den stauben wir jetzt schön ab. Und den machen wir jetzt auch platt. Wieso? Nein, du bist zu weit weg. Genau, nochmal. Jetzt wieso? Nein! What? Was? Double Kill. Was war das denn? Das war jetzt. Er hat wirklich seine super perfekt platziert. Also da. Das war ein guter Dynamite-Spieler. Das vergessen wir jetzt mal. Ja, genau. Nächste Runde. Da sind direkt zwei Kisten, ja, da würde ich wieder hin. Schnapp ich mir jetzt direkt. Und da rechts sind auch noch zwei. Boah, super. Aber wir holen erstmal die beiden hier. Und das noch El Primo rechts. Aber da brauchst du keine Sorgen machen. Denn der ist gerade eh schon im Kampf verwickelt. Ja. Genau. Haben wir. Oh. Da war jemand auch ziemlich angeschlagen. Ja, genau. Geh mal so ganz vorsichtig jetzt in die Mitte. Ganz, ganz. Ja. Und wenn Bull da gleich kommt, dann. Ich glaub, jetzt könntest du auf Bull gehen. Ja. Nichts. Schieß auf Bull. Oder. Yes! Ja. Nimm dir den. Ja, den hast du besiegt. Ja. Sehr gut. Weg hier. Okay, nicht schießen, weil dann heilst du schneller. Ja. So, genau. Jetzt einfach nur laufen. Genau. Ganz schnell vor dem Roboter. Ja, weil 8-Bit ist ein Fernbrawler. Das heißt, er richtet viel Schaden auf einer hohen Distanz an. Und mit Rosa kann man eigentlich nur dann laufen. Okay, du musst nur noch einen Gegner überleben. Ja. Nur ein Gegner muss vor dir fertig gemacht werden. Ja, aber hier sind jetzt zwei und ich komme nicht drum rum. Okay, gut, warte, jetzt lauf zurück nach unten. Ja. Genau, und versteck dich da in dem, hinter dem Felsen. Ja, hier so? Genau, ja, perfekt. Okay. So, und dann warte, bis der letzte Brawler ist, weil dann haben wir... Die Taktik gefällt mir. Wobei, jetzt kommt... Und den kannst du an... Nee, schieß auf den. Ja. Wobei, ja, da ging es aber erstmal zur Seite. Die sollen erstmal das unter sich ausmachen. Also, Leute, man sieht, El Primo wird da in die Mangel genommen. Und yes! Mensch, runter, lauf runter und schieß auf irgendwen. Na, ey, dieser Roboter, der ist aber auch... Und. Yes! Ey, wir sind Dritter geworden. Immerhin Dritter, ja. Das war noch ein sehr knappes Spiel, was aber auch sehr spannend war, muss man sagen. Von der Letzte, der hatte noch seine komplette Energie. Das heißt, da war auch nicht viel zu machen. Ja, genau. Und Bear ist ja auch ein Fernbrawler und das heißt, wir müssen nur noch zwei, jetzt hier für die Quest, wir müssen noch zwei Spiele gewinnen und die holen wir uns jetzt auch noch easy, oder? Natürlich wollen wir das. Ja, ganz easy. Aber man muss wirklich sagen, es wird einfach wirklich belohnt, wenn man erstmal wirklich sich gar nicht in Kämpfe einmischt. Genau, ja. Erstmal schön die Power Cube sammeln, ja. Kisten kaputt machen, so, Power Cube sammeln, genau, da unten. Oh, da kommt jemand. Genau, das ist Bo, da würde ich jetzt gleich... Weglaufen! Weg. Ach, die Kiste habe ich ja gar nicht eingesammelt! Nein! Der hat sich gefreut. Richtig gut, ja. Die Kiste, die hat. Und dann macht er sogar noch so ein Bow-Emoji. Das ist ja ziemlich frech. Oh, schnell weg. Ja. Oder? Die kannst du noch. So, ich verstecke dich hier erstmal. Genau, und dann kannst du die Kiste holen. Hier ist mir auch ein bisschen viel los. Genau, jetzt warte kurz, bis deine Moon wieder nachlegt. Jetzt nimm die schnell. Ja. Und, sehr gut, jetzt würde ich mich da auch... Ja, das ist mir jetzt schon wieder ein bisschen zu wild hier alles. Denn rechts sieht man auch Daryl und Bo am Kämpfen. Ja. Und einer von denen wird gleich verlieren. Schau mal, ob ich mich da vielleicht ein bisschen ein... Und es sind nur noch 5 Brawler übrig. Ja, das sieht eigentlich aus. 4! Ja! Der nächste Sieg ist auf jeden Fall drin. Ach, jetzt hat er mich gesehen. Man denkt immer, wenn die in die andere Richtung laufen, dann sehen die mich ja nicht. Aber klar, sehen die einen. Ja. Oh, der kämpft jemand. Oh, der läuft in der Giftwolken. Der wollte da hinten die Power Cubes nehmen, aber das ist keine gute Idee, denn Bau hat ihn jetzt erwischt. Sehr gut. Der ist ja eher ein Distanzkämpfer, oder? Genau, ja. Genau, das. Und der ist ein Nahkämpfer. Deswegen werde ich jetzt versuchen. Na! Boah, das ging schnell. Aber Hauptsache erstmal unter den ersten vier. Ja, genau. Also, und jetzt müssen wir wirklich nur noch einen Kampf gewinnen. Und ich hoffe, wirklich, dass ich jetzt dich wirklich gut berate, dass du nochmal Erster wirst. Das hoffe ich auch. Und das wäre nämlich natürlich richtig gut, wenn wir das Video mit dem ersten Kampf
erster werden und mit dem letzten Kampf erster werden. Das wäre schon schön. Das wäre richtig schön, ja. So. Okay, genau. Dann haben wir auf jeden Fall wieder zwei Kisten hier. Die holen wir uns direkt. Und diesmal nehme ich auch die Beute mit. Ja. Die lassen wir jetzt erstmal nicht liegen. Die Beute. Die Beute. Ja, ist er doch. Die Beute, richtig gut. Ey Leute, ab jetzt nennen wir die Power Cubes nur noch Beute. Ja, wenn, heißt auch so. Wenn euch das gehört, schreibt es in die Kommentare. Also ich werde nur noch Beute dazu sagen. Ja. Also Leute, ich will nur Kommentare lesen, dass es jetzt ab jetzt Beute heißt. Genau, weil für El Primo gibt es auch schon einen Spitznamen, der Boxer, der Beep-Boxer. Deshalb. Ey, was war okay. Das denn? Okay. Das war ihre Super. Genau, jetzt lauf wieder nach links, nach links. Genau, und jetzt kannst du sie schon angreifen. Und, die hat und, nicht mehr viel, die hat nicht mehr viel. Nein, aber okay, gut, man muss auch sagen, Rosa ist, glaube ich, nur auf Power 1. Die ist nicht die stärkste, soweit ich weiß. Nicht der stärkste Brawler, den ich habe. Oder ich? Hä? Du bist Vierter geworden? Ja. Ja, das ist ein Sieg. Das sehe ich erst jetzt. Ja, zählt auf jeden Fall, ne? Ja, ja, check. Richtig nice. Also, das war auch meine letzte Quest für diese Saison, ja, die du jetzt für mich spielen durftest. Habe ich natürlich gerne die Arbeit für dich gemacht. Ja, danke. Habe also, ich gerne gemacht. Ich muss sagen, es hat mega Spaß gemacht, dir dabei zuzugucken, auch wirklich hier live zuzugucken. Ja, das auf jeden Fall auch. Und ich kann natürlich sagen, du warst natürlich ein guter Trainer. Und ich muss sagen, eigentlich sollten auch noch andere in den Genuss von deiner Nachhilfe kommen. Da musst du dir vielleicht noch ein paar andere Leute suchen, die du auch noch mal unterrichten kannst. Stimmt, das ist eine gute Idee. Ich glaube, da haben wir hier noch ziemlich viele Leute, die bei Rollstars noch ein bisschen Luft nach oben haben. Also ich natürlich nicht, ne? Ich bin natürlich schon perfekt, da habt ihr gesehen, aber bei anderen Leuten, da musst du vielleicht noch mal ein bisschen Unterricht geben. Stimmt, das ist eine sehr gute Idee. Leute, wenn ihr eine Idee habt, wen ich noch unterrichten kann im Rollstars, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Und jetzt können wir zur Verabschiedung vom Video. Machst du jetzt noch mal meine Handbegrüßung nach? Ja, nicht nur die, sondern ich habe eine neue. Eine neue? Und eine neue, ja. Okay, dann lass mal sehen. Okay, die erste, ein Like. Ein Like. Ein Abo. Ein Abo. Und eine Glocke. Und, ja Leute, ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao. Oh, so nice, ey. Nächstes Spiel wieder gewonnen. Ey, Donny. Ja? Hast du Zeit, jetzt Brawl Stars zu spielen? Ich hab jetzt Bock. Brawl Stars? Ja. Du, ich hab keine Marken mehr. Ja und? Ja, können wir doch trotzdem spielen. Ja, okay, mein WLAN funktioniert gerade nicht, deshalb, WLAN? Hey, das benutze ich doch auch, das geht doch. Jetzt? Guck, das geht doch noch, das blinkt doch noch. Oh, ich habe eine Nachricht von, Danja bekommen, die sucht mir jetzt für Video. Ist das dein Ernst? Später. Was ist das? Hä? Hey Leute, alles klar bei euch? Hier ist Donny. Nachdem ich so viele liebe und nette Kommentare und Nachrichten von euch bekommen habe, ist es nun soweit. Darf ich präsentieren? Brawl mit mir ist online. Dieser Kanal ist dank euch entstanden und dazu möchte ich eins sagen. Danke, 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 danke. Lasst uns direkt anfangen mit Juwelenjagd und los brawlen. Ich mache hier direkt erstmal mein erstes Match nach der langen Wartezeit. Und mal schauen, was ich noch kann. Genau. Hier, wieder alles nur voller Shellys. Wie in den ersten Videos. Vielleicht habt ihr die auch gesehen. Oder wahrscheinlich habt ihr die gesehen. Die auf Zock mit mir sind. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Wie man sehen kann, habe ich sehr starke Gegner, aber auch sehr gute Teammates. Oh nein, ich bin fast... Oh, jetzt hat er mich einer erwischt. Heute ist mein Tagesziel übrigens... Oh ja, wollen erwischt. Nein. Oh ja. Puh. Boah, jetzt habe ich wieder 6 Juwelen erstmal eingesammelt. Mein anderer Partner 3 und jetzt fehlt nur noch einer. Und dann haben wir eigentlich das Ding fast in der Tasche, wenn ich nicht noch gekillt werde. Oh nein, das war sehr leichtsinnig von mir, da noch reinzulaufen mit so wenig Leben. Das war ein typischer Anfängerfehler, den ich hin und wieder auch mal mache. Aber ich hoffe, das passiert nicht zu oft. Genau, jetzt habe ich ganz vergessen, was ich sagen wollte. Bin immer so konzentriert in den Spielen. Kennt ihr das?
wenn ihr irgendwas sagen wollt und dann fällt euch nichts mehr ein, weil ihr so konzentriert seid. Genau, mein Tagesziel ist heute, den Modus Brawl Ball freizuschalten. Oh, schaut mal, wer Starspieler ist. Donatello, das bin ich. It's me, Donny. Genau, so, jetzt habe ich erstmal hier schön ein paar Marken eingesammelt. Genau, mein Tagesziel ist es heute, den Brawl Ball freizuschalten. Dafür brauche ich 150 Trophäen und bin jetzt auf 101. Die Doppelmarken sammle ich jetzt auch nochmal schnell ein. Und dann kann es direkt losgehen. Ach, schau mal hier. Neues Ereignis. Habe ich gerade gar nicht gesehen. Und direkt das nächste Match. Oh, ich habe auch unten eine neue Kiste. Mache ich die jetzt schon auf oder soll ich die beim nächsten Mal aufmachen? Das überlege ich mir jetzt nochmal. Aber jetzt erstmal das Spiel hier gewinnen. Wie ihr sehen könnt, sind jetzt immer unterschiedliche Brawler. Oh, oh ja. Oh, da ist, da versteckt sich der El Primo. Auch ein sehr guter Brawler. Aber der weiß, der kommt wahrscheinlich nicht so gut ins Spiel hier rein. Vor allem, der läuft dann nach hinten zu uns. Oh, will er uns vielleicht gleich erschrecken? Ja, sieht man schon hier. Zack. Oh nein. Oh nein, Nita hat mich jetzt platt gemacht. So, mal schauen, wie es dann weitergeht. Oh, puh, die sind ziemlich gut hier. Und ich habe El Primo noch erwischt. Oh, jetzt muss ich hier... Wieso greift er nicht an? Boah, die Nita im gegnerischen Team ist sehr gut. Und jetzt frage ich mich gerade, wo ist unsere Nita hin? Ach, da unten. Okay, jetzt kommt sie mal hoch. Oh, der Bär. Nitas Bär. Der ist super gut. Und super stark. Oh, 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 jetzt darf ich nicht wieder so leichtsinnig sein wie vorhin. Weil ich habe jetzt 6 Juwelen. Das sind die meisten aus unserem Team. Und... da liegt noch einer. Ich weiß nicht, was ich mal tun soll. Einfach Juwelen einsammeln. Boah. Jawohl, jetzt haben wir wieder 10 Juwelen. Ich hole den 10. sicherheitshalber. Und Leute, soll ich jetzt noch auf Risiko spielen und noch weiter hier vorne mitmischen? Oder lieber Safety machen und nach hinten gehen? Das sind jetzt nur noch 6 Sekunden. Die werde ich, glaube ich, nicht verlieren. Habe ich doch gesagt. Oh yeah. Das macht so Bock. Und ratet mal wieder, wer ist Starspieler? Donatello. Boah, jetzt bin ich sogar im Rang aufgestiegen. Sehr gut. Das freut mich. So, und da. Unten links im Brawlbus, da sieht man schon die Belohnung, die ich bekommen habe für die eingesammelten Marken. Jetzt habe ich noch 160. Soll ich mal den Modus wechseln und zwar in Solo? Ja, ich mache mal ein Solo. Das ist vielleicht noch ein bisschen spannender, wenn man gegen 10 andere spielt. Oder eigentlich gegen 9. Man ist jetzt 10. Ich bin ja der 10. Oh, diese Map. Oh, das ist eine meiner Lieblingsmaps. Aber auch eine sehr schwere. Weil wenn man dann auf Bull oder sowas trifft, der einem sehr nahe kommt, dann ist es sehr gefährlich. Aber hier sieht man schon... Oh, jetzt Abstauber. Oh nein, nein, nein. Oh, was mache ich denn da? Ich bin zu risikofreudig. Oh, schaffe ich den Platz zu machen und... Jawohl, erwischt. Huhuhu. Boah, das war knapp. Boah, ihr wisst gar nicht, wie mein Herz am Rasen ist, Leute. Das ist unfassbar. Ich liebe so spannende Spiele. Boah, da unten. Oh, Barley. Den schnapp ich mir.
Boah, das ist aber krass, wie konnte er mich so schnell sehen und so gut zielen mit Barley? Mal schauen, ob sich hier unten noch jemand versteckt. Mit 8 Power Cubes bin ich ja schon ziemlich gut dabei. Nein. Hat mich vielleicht jemand kurz gesehen? Nein. Keiner gesehen, okay. Jetzt sind eh nur noch 3 Spieler da. Und mal schauen, wo sich die anderen. Und davon bin ich einer. genau da schon der. Oh, ist das Kelly hier? Ah, ich habe doch gerade mit Kelly zusammengespielt. Wir waren gerade noch in einem Team und jetzt sind wir gegeneinander. Jetzt spielen wir gegeneinander im 1 gegen 1. Danke und. Komm, den hole ich mir jetzt auch noch. Navi Gaming. Oh, jetzt sitzt er natürlich in der Falle. Schaut euch das mal an. Oh, jetzt wird er von den Giftwolken. Danke. Wurde schon fast selber fertig gemacht von den Giftwolken. Oh nein. Oh nein. Hey, wieso spielt er nicht mehr? Naja, besser für mich. Erster. Oh ja, das macht so Laune. Direkt das nächste Spiel. Wir wollen ja heute Brawl Ball freischalten. Und dafür brauche ich noch ein paar Trophäen. Oh, da ist schon wieder Navi Gaming. Jetzt direkt als erstes mit ihm drauf, weil der ist ein sehr guter Spieler. Und vor allem jetzt mit Shelly. Vorhin noch mit Rosa, jetzt mit Shelly. Na gut, soll ich ihn am Leben lassen? Oh, lieber doch nicht, jetzt greift er mich an. Okay, schnell heilen, Schutz suchen. Da ist. Ey, was machen die denn da? Oh, Double Kill. Die haben sich gegenseitig gekillt. Boah, das ist auch so gut. Mal schauen, wer sich da noch versteckt. Oh, da. Oh. Boah, das war ein ziemlicher Abstauber von mir. Da hat nie das Bär schon einiges für mich runtergehauen an Hitpoints. Und jetzt, oh, da. Danke. Oh, ein Schuss. Ja, mit so vielen Power Cubes, da reicht auch teilweise nur ein Schuss. Oh nein, Navi Gaming hat's erwischt. Oben links könnt ihr sehen, wer wen gekillt hat. Um auf dem Laufenden zu bleiben. Und mal schauen, wer mir jetzt gleich entgegenkommt. Jetzt auch wieder nur noch 2 andere Spieler da. Und jetzt nur noch einer. Oh, da. Von wie man sehen kann, er hatte schon. Genau, er hat seine super zu früh eingesetzt. Boah. Das ging ja schnell. Und erster. Und 10 Trophäen. Wie viele brauche ich jetzt noch? Für Brawl Ball. Jetzt brauche ich nur noch knapp 20 Trophäen. Also das heißt, theoretisch noch 2-mal Erster und 1-mal etwas höher gerankt. Dann bekomme ich die Trophäen auch. Und dann habe ich das fertig. Dann habe ich Brawl Ball freigeschaltet. Und Brawl Ball ist ein sehr cooler Spielmodi. Und das ist fast wie FIFA. Naja, eigentlich nicht. Boah, jawohl, da direkt zu mir reingelaufen. Oh, ey, mit dem habe ich auch gerade gespielt. Boah, jetzt habe ich ihn erwischt. So. Oh, da oben ist auch noch eine Kiste. Mit einem Power Cube. Jetzt habe ich schon wieder 4 Power Cubes. 4 Power Cubes ist eigentlich schon richtig gut. So, jetzt gehe ich mal ein bisschen Risiko und. Oh, da ist einer mit 6. Ich gehe doch kein Risiko. Nein! Wo habe ich denn da hingezielt? Das gibt's doch nicht. Oh, da ist aber jemand ziemlich gut. Schaut mal, wie er spielt. Schaut mal, wie er sich bewegt. Der Spielhof. Ah, Spielhof. Boah, macht viel mehr Schaden. Nein, nicht gegen. Boah, kennt ihr das, wenn ihr gegen so
Gegenstände läuft. Oh, nein. Oh, nein, da hat er mich erwischt. Puh. Der war ziemlich gut. Der war ziemlich gut. Ich frage mich die ganze Zeit, warum mache ich nicht die ganze Zeit einfach neues Spiel oder ein weiteres Spiel und gehe mal wieder zurück ins Endmenü? Könnt ihr mir die Frage beantworten? Ich auch nicht. Oder macht ihr das genauso? Das könnt ihr natürlich gerne in die Kommentarleiste schreiben. Und oben drüber ist Emanuela. Wenn sie mich jetzt nicht angreift, dann... Oh, okay. Sie hat sich's verscherzt. Aber sie hat schon einen Power Cube. Oh nein! What? Nein, DK Danny und dann noch so ein Lachsmann, der hat mich platt gemacht. Oh, der hat mich ziemlich... Boah, da hat er mich echt erwischt. Also da hat er mich erwischt. Oh Gott, welcher Platz war das? Platz 10, minus 2. Nein! Oh, minus 2 Trophäen. Na gut. Das passiert natürlich auch mal, aber ist ja halb so wild. Jetzt fehlen mir nur noch 15 Trophäen. Solo schauen an. Soll ich gleich vielleicht wieder zum Juwelenjagdmodus wechseln? Wechselt ihr eigentlich auch mal so oft den Modus, so wie ich? Also mal Solo, mal Duo oder mal Juwelenjagd. Und wie viele Trophäen habt ihr? Schreibt es gerne in die Kommentare. So, diesmal muss ich auf jeden Fall aufpassen. Denn nicht, dass mich gleich wieder einer so erwischt, aber da... Oh, nein, nein, nein. Oh, jetzt bin ich... Das war ein Fehler. Puh, was ist denn da los? Na gut, zurücklaufen. Sich heilen lassen. Und dann geht's gleich weiter mit dem ersten Sieg oder mit dem nächsten Sieg. Oh, da sehe ich schon El Primo. Bleibt davon stehen. Und zack. Boah, das hat ihn gar nicht so weit nach hinten geschoben, ne? Jawohl, erwischt. Und jetzt, wer ist noch übrig? Da oben. Ass ist noch übrig. Puh. 1900. Und das ist ein ziemlicher Fehler, einfach gerade wegzulaufen. Der müsste am besten hochlaufen und mir den Weg abschneiden. Dann hätte ich ihn nicht mehr getroffen. Aber der wird wahrscheinlich auch neu im Spiel sein, was gar kein Problem ist, weil das lernt ihr alles nach einer Zeit durch die Erfahrung beim Zocken. Oh, jetzt fehlen mir nur noch 5 Trophäen bis zum also ein Game. Soll ich das im Showdown machen, ein Duo oder doch lieber Juwelenjagd? Ich bleib erstmal im Solo, weil man da als Erstplatzierter mehr Trophäen bekommt als in einem Duo oder... nicht im Duo, sondern bei Juwelenjagd. Weil bei der Juwelenjagd bekommt man nur pro Sieg 8 Trophäen. Und bei Solo und Duo Showdown kann man als Erstplatzierter 10 Trophäen bekommen. Und wir versuchen natürlich schnellstmöglich nach oben zu kommen. Deshalb spielen wir erstmal doch lieber noch Solo. Und wow. Oh nein, da, oh, jetzt hat der mich erwischt. Oh, das war plus 1, 6. Platz plus 1. Okay, damit kann ich noch leben. Dann fehlen mir jetzt nur noch 4 Trophäen. Ah, wie man sehen kann, man kann nur noch unten rechts verlassen gehen. Das war vorher nicht so, man konnte dann noch direkt ein nächstes Spiel starten. Aber anscheinend muss er dann hat sich die Frage auch wieder erübrigt. Ich habe jetzt nur noch 22 Marken, die werde ich jetzt wahrscheinlich als Erstplatzierter sofort bekommen. Ich bin ziemlich sicher, dass ich Erster werde, oder? Ich weiß nicht, ob das so schlau ist.
immer davon auszugehen, dass ich Erster werde. Level 1 Shelly. Das Level 1 Shelly. Soll ich die platt machen? Nee, ist ja noch Level 1, oder? Oder was meint ihr? Keine Gnade bei Brawl Stars, oder? Oh, Level 1 Shelly ist schon... Genau hier am besten mal schauen. Oh, da seht ihr. Viele verstecken sich im Gebüsch und... Oh nein! Was war das denn? Das war auch wieder... Ah ja. Meine große Klappe wieder mal. Gedacht, ich werde Erster und dann wurde ich nur Vierter. Aber immerhin 6 Trophäen. Und wisst ihr, was das heißt? Ich habe es geschafft. Und zwar... Brawl Ball freizuschalten. Oh ja, neues Ereignis. Sehr cool, sehr cool. Und mein Tagesziel ist für heute erreicht. Ich schaue nochmal schnell im Shop. Was gibt es da Neues für mich? Bis jetzt nichts Interessantes. Obwohl sehr viel Interessantes, aber... Das mache ich vielleicht beim nächsten Mal. So, ich habe es heute geschafft, mein Tagesziel zu erreichen. Ich habe Brawl Ball freigeschaltet. Und das werde ich dann im nächsten Video mal anspielen und euch zeigen, wie man da am besten die Gegner platt macht. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, welcher Modus euch am liebsten ist und welchen ich beim nächsten Mal zocken soll. Schreibt mir das gerne in die Kommentare, lasst mir einen Daumen nach oben da und bis zum nächsten Mal. Tschüss mit Üs. Hey meine Starspieler, was geht ab? Donny hier und herzlich willkommen zu einem neuen Brawl mit mir Video. Oh Leute, was geht hier ab? Was geht hier ab, bitteschön? Oh, kommt schon, jetzt wieder neuer Brawler, ich will ausrasten. Yes! Yes! Oh mein Gott, Leute, schaut mal, unten blinkt was. Ist es die Star Power für Spike? Oder ein weiteres Gadget? Oder ein komplett neuer Brawler? Drückt mir die Daumen für einen neuen Brawler und die kann man wirklich immer gut gebrauchen. Einfach schon für die nächste Saison, um dort ein bisschen, Gedankenpause für den Brawl Pass. So, das meinte ich. Für den Brawl Pass kann man ja immer gut gebrauchen. Deshalb hier nochmal 200 Marken. Hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu Brawl mit mir, Leute. Und ja, also man sieht hier schon, es sind wieder 5 Phasen und ja, Leute, V8-Bit, der ist einfach richtig cool, den brauchen wir auf jeden Fall. Jetzt geht's los. Bin so aufgeregt, weil ich unbedingt den Skin haben möchte und zurück, stopp, nein, lauf doch nicht dahin. Lauf doch nicht dahin. Leute, das war ein harter Kampf. Das läuft hier sehr gut für uns und schnell die Super. Yes, nein. Nein, ich glaube wirklich, dass wir jetzt das Spiel... Oder obwohl, wir können es noch drehen.